mit dem Streik. Die Reihen sind gut gefüllt und dementsprechend steigen wir jetzt auch direkt ein in den ersten und einzigen Tagesordnungspunkt heute, Praxisbericht von Kindern und Jugendlichen zum formalen Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern. Die Einladung zu diesem Tagesordnungspunkt beruht auf der Beschlusssache bzw. auf dem Beschluss, der auf der Kommissionsdrucksache 8/79 zu finden ist. Dort sind auch die grundlegenden Fragen aufgeführt. Grundlegende Fragen, die ganz oder teilweise gerne von den hier anwesenden jungen Leuten jetzt im Eingangsstatement beantwortet werden können. Dazu möchte ich einmal vorstellen, wer denn heute hier den Weg zu uns nach Schwerin in den Plenarsaal gefunden hat. Und die Reihenfolge, in der ich vorlese, das wird auch die Reihenfolge sein, in der ihr und sie dran sein könnt. Wir haben zum einen Zeynab Turkmani vom Goethe-Gymnasium Demmin, hier von mir aus gesehen ganz rechts. Dann haben wir Lucienne Laudan vom Robert-Stock-Gymnasium in Hagenow. Daneben dann Sebastian Hüller von der Berufsschule Technik in Rostock, wie ich gerade sehe. Da gibt es ja mehrere in Rostock. Dann fahren wir auf der anderen Seite fort mit Phil Stegemann. Da steht Kreisschülerrat Vorpommern-Greifswald. Da haben wir in der Zwischenzeit ein Update bekommen, dass Phil Stegemann mittlerweile an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg jetzt studiert, also sozusagen den Switch von dem einen formalen in das andere formale System jetzt vollzogen hat. Dann haben wir des Weiteren da Charlotte Paul von der Universität Greifswald, die dort studiert, und auch Julius Richter, der studiert an der anderen Universität des Landes, an der Universität Rostock. Herzlich willkommen. Danke, wie gesagt, dass ihr den Weg auf euch genommen habt und wir freuen uns jetzt auf euren Praxisbericht. Ihr wisst, dass ihr 5 bis 10 Minuten Redezeit habt, das war so vereinbart. Und wir beginnen mit Zeynab Turkmani. Bitte. Und immer wenn ihr sprecht, das Mikrofon anmachen und danach bitte auch das Ausmachen nicht vergessen, sonst wird es mit der Tonaufzeichnung schwierig. Genau. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für diese Möglichkeit, heute hier zu sprechen. Gerne möchte ich über meine bisherigen Erfahrungen mit dem Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern schildern. In den letzten 6 Jahren als Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern habe ich negativen als auch positiven Erfahrungen gemacht. Man muss aber sagen, dass die positiven Aspekte schon überwogen haben. Trotzdem möchte ich das Bildungssystem konstruktiv kritisieren. Konstruktive Kritik lenkt den Blick auf Probleme und motiviert uns dazu, Lösungen zu finden, die uns am Ende zu einem Fortschritt und Verbesserung führen. Wenn ich die Chance hätte, das Schulsystem nach meinen Vorstellungen zu gestalten, würde ich zuallererst ein neues Fach einführen, und zwar praktisches Leben. In diesem Fach sollten Schülerinnen und Schüler auf den Alltag vorbereitet werden. Sie sollten lernen, wie man beispielsweise eine Steuererklärung macht oder worauf man bei einem Mietvertrag achten soll oder vielleicht wie man ein Bankkonto eröffnen lassen kann, was man dafür alles benötigt. Dass man solche andere alltägliche Dinge lernt, obwohl viele dieser Fähigkeiten im Laufe des Lebens auf jeden Fall erworben werden, das weiß ich. Trotzdem halte ich das für sinnvoll, sie bereits theoretisch in der Schule zu lernen, vermittelt zu bekommen und dann praktisch im späteren Leben anzuwenden. Denn es gibt ja Schüler, die direkt nach der Schule ausziehen sollen, einfach das Familienhaus verlassen, studieren gehen. Und dann auf einmal sind sie vor einen Aufgaben, für denen sie gar nicht wissen, bei denen sie keine Erfahrung gemacht haben. Die Schule sollte uns nicht nur auf den akademischen Teil des Lebens vorbereiten, sondern auch auf den praktischen Teil des Lebens. Eine weitere Änderung, die ich vornehmen würde, betrifft die Bewertungsskala. Nehmen wir an, wir würden eine Arbeit schreiben, die eigentlich 15 Punkte zu erreichen hat. Und wenn man eigentlich schon einen halben Punkt verliert, dann hat man leider die 1 nicht mehr. Denn es ist fast unmöglich für uns, eine 1 zu kriegen. Und dann ist man plötzlich kein 1er-Schüler mehr. Ich schlage vor, eine differenzierte Skala einzuführen, um den individuellen Leistungen einfach gerechter bewerten zu können.
Und zudem sollten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund besser unterstützt werden, ähnlich wie bei LRS-Schülern. Sie sollten von einem Ausgleich profitieren können. Diese Schüler haben keine Lernprobleme, das stimmt, aber sie haben Schwierigkeiten mit der Sprache. Sie beherrschen die Sprache nicht vollständig und dafür können sie auch nichts. Genau, ein Nicht-Muttersprachler braucht viel mehr Zeit, die Frage zu verstehen und daher auch mehr Zeit, um die Frage beantworten zu können. Und manchmal ist es so, dass man ein Wort oder zwei Wörter nachschlagen soll und dann mit den Umblättern verliert man ja Zeit. Deswegen würde ich mal vorschlagen, dass die Rechtschreibung und Grammatik mindestens bei solchen Leuten nicht bewertet wird oder dass sie extra Zeit dafür kriegen. Genauso wie bei LRS-Schülern, dass sie auch von diesem Nachteil, sagen wir mal so, profitieren können. Ein weiterer Punkt wäre Prüfungswahl. Das würde ich auch gerne ändern, sodass man nicht alle drei Hauptfächern schreiben muss, beziehungsweise mündlich machen muss, wie zum Beispiel Deutsch, Mathe und eine andere Sprache, sondern dass man sich halt aussuchen soll. Zum Beispiel, wenn man schlecht in Mathe ist, dann muss man doch Mathe nicht schreiben und auch nicht mündlich machen. Genauso kann man Deutsch beispielsweise weglassen und stattdessen Englisch und Mathe machen. Das ist schon der Fall in Nordrhein-Westfalen, was ich eigentlich sehr gut fand. Alles andere würde ich beibehalten, was in unserem Schulsystem noch ist. Mir gefällt es sehr, dass das kreative Denken gefördert wird. Und mir gefällt es auch, dass wir praktisch arbeiten an den Fächern und dass wir auch Zeit haben, die Aufgaben selbst zu bearbeiten. Genau. Und mir gefällt es auch noch, dass die Überprüfung des Wissens nicht nur auf Abfragen des Gelernten basiert, sondern auch auf die Anwendung des Gelernten, dass man gefragt wird auf einen zweiten Anforderungsniveau und nicht nur Abfragen nach dem, was man schon auswendig gelernt hat. Zu meiner Schule. Ich bin ziemlich sehr zufrieden mit meiner Schule. Unsere Lehrer versuchen immer, das Beste zu geben, um uns den Inhalt beizubringen. Trotzdem habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge. Eins davon wäre, dass wir bei einigen Fächern bisschen mehr Zeit haben, um zu praktizieren. Wir brauchen mehr Anwendungsaufgaben, um das Gelernte anwenden zu können, was eigentlich nachher in den Arbeiten und Klausuren gefragt wird. Das ist so für eine große Erleichterung von uns. Genau. Und außerdem habe ich noch einen Kritikpunkt, und zwar den Lehrermangel. Ich weiß, dass unsere Schule dafür nichts tun kann. Und das betrifft nicht nur unsere Schule, sondern fast alle Schulen bundesweit. Aber manchmal ist es so knapp, dass wir keine Vertretung kriegen. Und das macht viel mehr Aufwand für uns, selbst für die Lehrer, weil sie viel Druck bekommen. Sie müssen den festen Lernplan befolgen, mit weniger Zeit. Wie gesagt, unsere Schule kann dafür nichts. Aber Sie, meine Damen und Herren, können irgendwann was ändern. Und das hoffen wir. Deshalb sind wir hier, um unsere Probleme zu schildern, um gehört zu werden. Und wir hoffen, dass ihr irgendwann unsere Probleme lösen könnt. Es geht also nicht mehr um mich. Ich gehe dieses Jahr ja schon ab. Aber das machen wir auf jeden Fall für die Zukunft, für die nächste Generation, für unsere Kinder. Genau, das war eigentlich meine eigene Meinung. Und wie meine Lehrerin sagt, in der Kürze liegt die Würze. Dankeschön für das Zuhören. Ja, danke für diesen ersten Beitrag. Ich möchte nochmal alle Kommissionsmitglieder, jetzt war zwar noch keine Meldung, aber wir werden danach die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, wenn alle 6 jungen Leute vorgetragen haben. Und dementsprechend verfahren wir jetzt so und machen weiter in der Reihenfolge mit Lucien Laudan vom Robert-Stock-Gymnasium. Bitte sehr. Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, hier vorne das Redepult zu nutzen. Das ist auch mit allen jungen Leuten abgesprochen. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, danke für das erhaltene Wort. Ich stehe hier, um aus erster Hand über das Bildungssystem unseres Landes zu berichten, und zwar aus Sicht einer Schülerin. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, meine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse zu teilen. Nun, das Bildungssystem unseres Landes ist ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Gesellschaft und prägt maßgeblich die Jugend dieses Landes.
In meinem Praxisbericht möchte ich die Herausforderungen, Defizite, aber auch das Potenzial unseres Bildungssystems zur Aussprache bringen und gemeinsam darüber nachdenken, wie man die Bildung der Kinder und Jugendlichen verbessern kann. Als 16-jährige Schülerin, die seit 2013 Teil dieses Bildungssystems ist, habe ich negative und positive Erfahrungen sammeln können. Der Schule verdanke ich das Erlernen von grundlegenden Fähigkeiten wie dem Lesen, Rechnen und Schreiben. Und ohne diese Fähigkeiten könnte ich auch nicht durchs Leben kommen. Auch die Fähigkeit, mich meinen Ängsten zu stellen und in einigen Situationen über mich hinauszuwachsen, habe ich grundlegend in der Schule gelernt. Nichtsdestotrotz ist die Schule auch ein Ort mit einem sehr, sehr hohen Stressfaktor. Der ständige Druck, zu funktionieren und die Angst, nicht in das System zu passen und möglicherweise Opfer von Mobbing zu werden oder auch den Anschluss in der Schule nicht zu schaffen, sind grundlegende Ängste, die viele Schüler tagtäglich begleitet. Stets wiederkehrende oder ananhaltende Versagensängste sind auch nichts Ungewöhnliches. Es herrscht einfach ein unfassbar straffer Zeitplan in der Schule. Die Themen werden einfach nur abgearbeitet und ich meine das nicht positiv. Sie werden einfach nur durchgeprescht und wer nicht mitkommt, der hat halt selber Schuld. Es gibt keine Rücksicht auf Schüler und oftmals nicht einmal Zeit für Fragen. Und wenn ein Schüler die Thematik nicht verstanden hat, hat er nicht die Möglichkeit oder oft nicht die Möglichkeit, nochmal den Lehrer zu fragen, weil oftmals hört man dann, Zitat, da bist du selber schuld, Zitat Ende. Und das kann es einfach nicht sein. Das Eintrichten von enorm viel Informationen in kürzester Zeit, um sie im nächsten Test einfach wieder auszuspucken, ist weder ein Mehrwert, noch ist es Bildung. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Auch habe ich das Gefühl, dass die Schule schon lange kein neutraler Ort mehr ist. Vor allem nicht politisch betrachtet. Das Deformieren von bestimmten politischen Positionen und Meinungen steht mittlerweile an der Tagesordnung, selbst von Lehrern. Und das kann einfach nicht sein. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also, wie Sie hören, ich kritisiere dieses System. Aber was würde ich denn ändern, wenn ich die Möglichkeit hätte, das Bildungssystem des Landes so zu gestalten, wie ich es möchte? Nun, wenn ich die Möglichkeit bekäme, das Bildungssystem in diesem Land zu gestalten, würde ich zunächst einmal jegliche politische Indoktrination wenigstens zu versuchen zu verhindern. In meinen Augen sollte die Schule ein absolut neutraler Ort sein, auch politisch. Denn man sollte in der Schule keine Angst haben müssen, durch seine politische Position negative Konsequenzen ertragen zu müssen. Außerdem ist politische Neutralität in Schulen wichtig, um eine faire und ausgewogene Bildung zu gewährleisten. Lehrkräfte sollten keine eigenen politischen Ansichten aufdrängen oder Schüler beeinflussen. So, ich habe leider unzählige Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Angefangen mit wirklich unangenehmen Gesprächen mit Lehrkräften über meine politische Position bis hin zu abfälligen Bemerkungen, im Übrigen auch von Lehrern, war einiges dabei. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, macht es trotzdem nicht akzeptabel. Mal weg von der politischen Richtung würde ich gratis Nachhilfestunden einführen. Und ich rede hier nicht von dem LAS-Nachhilfeunterricht für LAS-Schüler, sondern wirklich gratis Nachhilfestunden in den Fächern, die gefragt sind. Wie die Hauptfächer Mathe, Deutsch, Englisch, zweite Fremdsprache. Das sind Fächer, die einen erhöhten Anspruch haben und bei denen viele Schüler einfach Probleme haben. Diese gratis Nachhilfestunden bieten Schülern mehr Chancengleichheit und Schülern mit unterschiedlichen Lebensbedürfnissen und finanziellen Hintergründen hätten einen größeren Schritt zur gerechteren Bildung. Außerdem im Zuge dessen würde ich regelmäßige Fortbildungen für das Nutzen von moderner Technik im Unterricht für Lehrer einführen. Die Schule setzt immer mehr auf Digitalisierung. Und das ist auch gut so, denn digitale Technik wird immer wichtiger, auch für uns später im Arbeitsleben. So werden aus Stift und Papier, iPads und Pencils und alte Kreidetafeln werden zu modernen Smartboards. Fakt ist aber, und das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft miterlebt, dass die Lehrer die im Unterricht einbezogene Technik überhaupt nicht zu nutzen wissen. So kommt es dazu, dass Unterrichtsmaterialien nicht geöffnet werden können, Lernvideos oder Lernwebseiten nicht aufgerufen werden können oder manche Lehrer nicht einmal wissen, wie sie die Tafel bedienen. Darunter leidet die Unterrichtszeit des Lehrers, aber im Schnitt vor allem die Schüler.
Mir ist es ja einmal anzumerken, dass ich nicht den Lehrern die Schuld dafür gebe, dass sie es nicht können, denn auch für sie ist das Einbeziehen der modernen Technik eine Neuheit. Aber es bringt nun einfach nichts, immer mehr auf Digitalisierung zu setzen, wenn die Lehrer nicht wissen, wie sie mit der modernen Technik umgehen. Ergänzend dazu würde ich die übermäßige oder erhöhte Einstellung von Quereinsteigern für den Rückgang des Lehrermangels nochmal überdenken. Denn zwar besitzen Quereinsteiger möglicherweise fundiertes Fachwissen in ihrem Bereich, es fehlt ihnen aber an Unterrichtsgestaltung bzw. Erfahrung in der Unterrichtsgestaltung und Schülerführung. Lehrer müssen nicht nur fundierte Kenntnisse in ihrem Fachgebiet verfügen, sondern eben auch pädagogische Methoden, um Schülern effektiv Wissen beizubringen. Auch wenn einige Quereinsteiger, und das will ich überhaupt nicht leugnen, möglicherweise erfolgreich als Lehrer agieren können, so ist die fehlende professionelle Ausbildung ein erhöhtes Risiko dafür, dass der Unterricht darunter leidet. Oftmals richten Quereinsteiger nämlich mehr Schaden an, als dass sie ihn beheben. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel, aber die Erfahrungen, die ich mit Quereinsteigern als Lehrer hatte, waren auf gar keinen Fall positiv. Also die haben viel mehr Schaden bei uns angerichtet, als dass sie ihn verbessert haben. Es ist daher entscheidend, dass bei der Bekämpfung des Lehrermangels langfristige Strategien entwickelt werden, die darauf abzielen, qualifizierte Lehrkräfte mit einer pädagogischen Ausbildung zu gewinnen und zu halten. Es ist ihre Pflicht, den Lehrerberuf einfach attraktiver zu gestalten. Nun, das waren die Punkte, die ich im Schulsystem verbessern würde, wenn ich könnte. Aber was würde ich verbessern im Miteinander? Ganz klar, stärkere Sensibilisierung im Fokus auf Mobbing. Die Schule sollte deutlich mehr Sensibilisierung für Mobbing bieten, da Mobbing schwerwiegende Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit der Schüler hat. Von Klinikaufenthalten bis langjährigen Therapien kann wirklich alles drin sein und das Mobbingopfer kann oder wird sehr darunter leiden. Das ist einfach ein Fakt. Wenn die Schule mehr Aufklärung und Prävention dazu leisten würde, könnten sie das Umfeld der Schule einfach verbessern. Dazu gehört auch die Bekämpfung von Gruppen und Banden, die zu einer negativen Umgebung in der Schule führen. Ich habe schon sehr, sehr oft miterlebt, dass Lehrer in Kenntnis gesetzt worden sind, dass bestimmte Schüler gemobbt werden und nichts getan haben. Ich habe also sowohl miterlebt, dass Lehrer zum einen in Kenntnis gesetzt wurden oder zum anderen sogar selber gesehen haben, wie Schüler gemobbt wurden und nicht gehandelt haben. Und genau das ist das Problem. Dieses Nichtstun, dieses Ignorieren von dem Problem Mobbing hat dazu beigetragen, dass Mobbing immer noch ein enorm großes Problem in unserem Schulsystem ist. Nun, Anmerkungen und Vorschläge hier an Sie. Es braucht ein wenig mehr individuelle Bildung oder individuelle Förderung. Ich kann verstehen, dass in einer Regelschule die Lehrer sowieso schon keine Kapazitäten haben, jeden Schüler individuell zu fördern. Genauso unverständlich ist aber die Denkweise, dass man 25 oder 30, je nachdem wie viele Schüler in einer Klasse sind, verschiedenen Jugendlichen mit unterschiedlichen Charakteren, einem unterschiedlichen Lernstand, einem unterschiedlichen Bildungsschwerpunkt eine Thematik mit einer Erklärung erklären kann. Das ist einfach nicht möglich. Und die Schüler, die es nicht sofort verstanden haben, die werden nicht gefördert, die werden oftmals einfach nicht unterstützt und das führt dann schlussendlich dazu, dass die Schüler schlechte Noten kriegen, darunter leidet dann die mentale Gesundheit und es kann sogar dazu kommen, dass die Schüler ganze Jahrgangsstufen wiederholen müssen und das kann es einfach nicht sein. Durch die PISA-Tests kann man immer deutlicher erkennen, dass etwas in unserem Schulsystem nicht funktioniert. Anstatt aber zu sagen, dass die Schüler nur immer dümmer werden, sollte man sich vielleicht das wahre Problem des Bildungssystems anschauen. Denn die Ergebnisse der Schüler sind lediglich ein Resultat eines völlig überlasteten, völlig veralteten Bildungssystems, was über Jahre hin totgespart wurde. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass nicht jeder Schüler ins System einer herkömmlichen Regelschule passt. Problematik ist aber, dass wer nicht ins System passt, durchs Raster fällt. Und da sollten Sie sich vielleicht etwas überlegen, um das zu ändern. Denn
Es hat keinen Zweck, möglichst viele Schüler mit unterschiedlichen Bildungsschwerpunkten alle in ein herkömmliches Schulsystem zu stecken, wobei die Lehrer ja jetzt schon keine Kapazität mehr haben. Also, wenn Sie über Bildung berichten oder reden oder diskutieren, dann reden Sie mit den Schülern, denn letztendlich sind wir es, die lange Zeit in diesem System verbringen. Also, ich bitte Sie, reden Sie nicht über uns, reden Sie mit uns. Danke. Ja, danke für den Redebeitrag und als nächster das Mikrofon am Platz oder gerne auch vorne ist jetzt frei für Sebastian Hüller. Oder mache ich hier vorne an? Ah, super, ich bin schon an. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Kannst du noch ein bisschen hochfahren? Technik, die begeistert. Bitte. Da muss aber die Kamera noch umgestellt werden. Achso, ich habe im Sekretariat dreimal nach so einem Präsenter gefragt. Gibt es diesen Präsenter, nachdem ich sehr oft genervt habe? Dankeschön. Könnten Sie noch den Vortrag einblenden oder ist der nicht vorhanden? Können Sie noch Vollbild machen, F11? Ja gut, Vollbild ist auch nicht so wichtig. Ich fange mal an. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Vorsitzender, danke, dass ich hier sprechen darf. Mein Name ist Sebastian Hüller, ich bin im kleinen und schönen Dorf Witzin bei Sternberg aufgewachsen, bin dort zuerst in die Kita gegangen, die Weltentdecker-Kita, dann auf die Grundschule Alexander Behm, dann auf die KGS Sternberg, der kreativ, genial, sportlich oder wie wir sie nannten, das Kindergefängnis Sternberg und danach auf die Berufsschule Rostock. Ich fange chronologisch an und werde nebenbei so ein paar Schwierigkeiten und Schwerpunkte erwähnen. Perfekt. Da sehen Sie die Kita. Es ist in einem ehemaligen Konsum nähe der Feuerwehr bei unserem Dorf. Es war eine relativ kleine Kita mit schönen Kleingruppen. Wir waren viel draußen und das Dorfgefühl von so einer Kleingruppe, einer kleinen Kita, war relativ prägend. Das Schöne dabei war auch, dass zum Beispiel meine Kindergärtnerin neben mir gewohnt hat und wir aufgrund unserer Größe wirklich ein Gruppen- und Gemeinschaftsgefühl innerhalb der kompletten Kita entwickelt haben, was sich lang getragen hat. Wir waren sogar so klein, dass wir uns 2 Jahre, nachdem ich weggegangen bin, aufgelöst haben. Das war dann ein bisschen blöd für alle, die diese Erfahrung, dieses Büllerbü-Leben, kleines Kind, Dorf, nicht machen konnten. Das fand ich persönlich sehr schade in Retrospektive. Das Gute ist, mittlerweile gibt es wieder eine Kita mit 40 Leuten. Das ist sehr schön. Das aber nur durch großes Engagement von Eltern und allen möglichen Menschen aus dem Dorf zu der Zeit. Da ist aber wenig Kritisches passiert und ich habe auch nicht so viel gelernt. Ich wusste dann, wie ich esse. Das war gut. Danach ging es dann in die Grundschule und mein Leben als Buskind ist gestartet. Ich wurde 1-2 Mal zum Bus gebracht. Danach war es dann friss oder stirb, viel Spaß. Ich habe es aber überlebt. Ich stehe ja hier. Die Grundschule war die Alexander Behm in Sternberg. Dort war nicht nur sehr engagierte Lehrerschaft, die uns das Leben beibrachten und auch mit kreativen Arten und Weisen uns ein bisschen formten, uns innerhalb der Klasse bestärken, dass wir füreinander einstehen sollen, aber auch die anderen Klassenstufen oder die anderen Gruppen, der ABC, nicht zu sehr ablehnen. Es war ein schönes Gefüge und auch immer noch dieses Heimatgefühl. Da fing aber langsam an, die grauen Wolken aufzuziehen. Was schön, aber auch natürlich schlecht war, der Hort. Es war total knuffig, wir hatten Feste und Spiele, man war irgendwie auf dem Spielplatz, man hat sich gegenseitig geholfen. Aber warum brauchte ich den und warum ist das total wichtig? Ja, weil meine Eltern ja auch gearbeitet haben und ich glaube, die waren sehr, sehr dankbar dafür, wenn ich einfach mal nicht da war, wenn es einen Ort gab, wo man sich um mich kümmern konnte. Und ich möchte nur mal diese Bedeutung von dem Hort, weil der, ich glaube, auch öfter mal belächelt wird oder zurückgestuft oder jetzt nicht wichtig dargestellt wird, nochmal hier betonen, der ist wirklich essentiell, um eine vernünftige Betreuung für Arbeitende herzustellen. Und ich möchte auch ein bisschen dafür plädieren, dass die Zeiten dafür ausgedehnt werden. Was auch noch genannt werden sollte, wäre die Schulspeisung. Die wurde damals vom DRK gemacht, das war auch in Ordnung. Was Schöne dabei war, und das wird sich auch noch durchziehen,
Meiner Meinung nach war die Schulsprechung vor Ort auch ein entscheidender Teil für ein erfolgreiches Lernen. Weil wenn ich ein Kind nicht ordentlich ernähre und wenn es total satt oder ohne Frühstück, was auch total vorkam, weil manchmal wir etwas sozial schwächere Leute bei uns in der Klasse hatten, ohne Frühstück zur Schule kommen, waren die entweder energielos oder total zappelig. Es funktioniert beides nicht. Der letzte Punkt, Kontakt zu den Großen, zwischen Yu-Gi-Oh!-Karten und Zigaretten, kommt daher, ich habe da nicht geraucht, keine Sorge, sondern die Alexander Behm war auch mal eine Realschule mit Hauptschule. Und kurz bevor ich dann auf die KGS gewechselt bin, die dann zur Gesamtschule wurde, waren die Großen dort. Und ich denke, eine kleine Anekdote, diese Schattenseiten der Abgrenzung zwischen Realschulteil und Gymnasialteil relativ gut darstellt. Wir hatten ja Hort bis 15 Uhr und die Schulstunden der Großen waren auch ungefähr 15 Uhr aus. Und weil es wenig Orte in Sternberg gab, wo man hingehen konnte, war natürlich deren einzige Option, den Spielplatz zu nutzen, auf dem wir auch waren. Und da wurden dann nicht nur die hier beschriebenen Yu-Gi-Oh!-Karten geklaut, was ein sehr großes Drama war damals, sondern da wurde auch geraucht. Relativ viel, das hat aber auch relativ wenig Leute interessiert. Und um mal die Ernsthaftigkeit darzustellen, warum es Orte braucht, wo auch Jugendliche irgendwie in einem geschützten Raum sind und auch einen geordneten Kontakt zu allen möglichen Altersklassen lernen. Es kam dann auch mal vor, dass dann Erstklässler als Aschenbecher umfunktioniert wurden. Da gab es dann ein, zwei Klassenkameraden oder Hortkameraden, die dann ein paar Brandmale hatten. Das war dann wirklich nicht lustig. Und deshalb möchte ich mal wirklich plädieren an alle hier Anwesenden, es braucht Aufenthaltsorte für alle und es muss sich auch um jeden Schüler und um jede Schülerin gekümmert werden. Die haben das nicht gemacht, weil die böse waren, sondern weil die so abgehängt waren, dass die dachten, das ist irgendwie in Ordnung. Das war wirklich dramatisch. Aber das war der düstere Teil. Jetzt kommen wir zur kooperativen Gesamtschule. Da wird es wieder ein bisschen lustig. Gibt es wieder ein, zwei Anekdoten. Die kooperative Gesamtschule Sternberg, KGS, ich habe es vorhin schon erwähnt, war ein zusammengelegter Schulteil zwischen Gymnasial- und Regionalteil. Das, was Sie hier gerade sehen, ist der Regionalteil, an dem ich hauptsächlich war. Und daneben war ein Glasgebäude, ein schönes neues Glasgebäude mit allem Schnickschnack, das man so brauchte. Da war natürlich der Gymnasialteil drin. Ich habe diese Schule sogar vor zwei Tagen besucht. Ich dachte, ich bereite mich vor, damit ich mir auch mein Gedächtnis auffrischen und Ihnen hier wahrheitsgemäß alles darstellen kann. Habe dann mit meiner Schulleitung gesprochen, meinen ehemaligen, und mit meiner Klassenlehrerin, beide zum Glück noch da. Die Schulleitung hatte gar keine Zeit, hat mich total überhetzt für 3 Minuten irgendwie empfangen können, weil sie zwischen Termin beinahe schon explodierte. Frau Langpap, ganz, ganz tolle Frau, hier öffentliches Lob ausstellen. Sie macht sehr, sehr viel für die Schule und sehr, sehr viel über ihre Regelzeit darüber hinaus. Deshalb hat sie mich kurz abgefrühstückt und mir über Fortschritte in der Freizeit und Freizeitgestaltung, dem Aufbrechen der Spaltung zwischen Gymnasial- und Regionalteil und mehr berufsvorbereitendem Unterricht bzw. Aktionstagen vor allem für Gymnasialschüler erzählt. Und das hat mich sehr gefreut. An der Schule, denn ich denke, Brüche sind auch sehr interessant hier zu betrachten, gab es ja sozusagen zwei, einmal von der 4. in die 5. Das war relativ undramatisch, weil unser Klassenzusammenhalt weiterhin bestand. Ich war immer in der B, soweit ich denken kann. Und das war dann 4b war ich und 5b ebenfalls mit all den gleichen Leuten. Dramatisch wurde es dann nach der Orientierungsstufe zwischen der 6. und der 7. Der Klassenzusammenhalt wurde komplett zerstört, das wurde aufgebrochen. Und die 1,5 Jahre davor fühlte es sich etwas so an, als würde man immer mit so einem Demoklesschwert über einem rumgehen. In welche Klasse komme ich denn? Gehöre ich zu den Dummen? Gehöre ich zu der Realschule oder zur Hauptschule? Oder gehöre ich zu den Schlauen, zu denen, die dann studieren auf jeden Fall, die nichts anderes machen können? Und dieser Druck war da und ich weiß nicht, ob der mir gut getan hat. Meine Mutter, und ich glaube, das war die wirklich richtige Entscheidung, hat mich auf die Realschule gesteckt. Das finde ich gut. Ich hatte dadurch andere Erfahrungen. Aber eigentlich all meine Freunde ging es aufs Gymnasium. Und ich hatte dann so ein paar mittelgute Jahre. Also ich glaube, meine Eltern haben wirklich das Beste gegeben und die Schule auch. Aber das macht einfach was mit einem Kind. Die sozialen Stränge sind total auseinandergerissen. Und das ist blöd. Diese Trennung, die hat sich dann nicht nur geistig wieder gespiegelt, sondern auch in den Gebäuden. Ich hatte es schon erwähnt, es gab so das Realschulgebäude und das Gymnasialgebäude und auf dem Schulhof, der da geteilt war.
Da gab es dann auch diese Grüppchenbildung. Nach der Schule hat sich das zum Glück wieder aufgelöst in den Verein. Dann konnte man sich irgendwie differenziert mit anderen Leuten noch treffen. Aber man hat diese Trennung, als KGS ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist ja nicht die einzige Schule, die so fungiert, aber diese Trennung innerhalb der Schulverbände und der einzelnen Niveaustufen wirklich gut gemerkt. Woran man das auch gemerkt hat, sind zwei kleine Beispiele. Einmal der AWT-Unterricht, Arbeit, Wirtschaft, Technik. Da haben wir in der 8. Klasse ein halbes Jahr gelernt, wie ein Fahrrad funktioniert. Und der Gymnasialteil hat gleichzeitig gelernt, wie das Wirtschaftssystem bei dem Fahrrad funktioniert. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich als Realschule auch ein bisschen was über das Wirtschaftssystem und der Gymnasialteil auch ein bisschen was über das Fahrrad gelernt hätte. Weil ich denke, das würde uns allen gut tun, wenn wir den Schulteil nicht so sehr spalten, dann ist die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen mehr so beisammen. Das andere Beispiel war Berufsberatung, Berufsorientierung. Das fand ich auch sehr dramatisch. Mir hat dann ein Mensch vom Arbeitsamt gesagt, ja, Herr Hüller, also er Sebastian, sie hat mich natürlich geduzt in der 8. Klasse. Wir hatten so einen Test gemacht, welche Noten hast du, was möchtest du später werden. Was ich nicht angegeben habe, war Verkäufer. Was mir eindeutig geraten wurde, war Verkäufer. Und dann mit dem schönen Satz, das weiß ich noch, ja, also mehr wird's nicht. Und ich fand, es wurde ein bisschen mehr. Komme ich gleich noch zu. Ich hatte sogar noch ein bisschen mehr hier, dies, das, anderes, aber ich gehe mal weiter, es kommen noch mehr spannende Sachen. Dann einmal die, komm. Könnt ihr einmal weiterklicken? Ich glaube an euch. Die Berufsschule. Ich war mit 16 fertig, habe dann ungefähr 100 Bewerbungen geschrieben, habe dann eine Annahme bekommen. Also ich hatte einen 2,5er Realschuldurchschnitt und wollte dann Fachinformatiker für Systemintegration werden. Ich hatte auch eine kurze Sinneskrise als Kindergärtner, das war aber nicht gut. Und habe mich dann beworben und bin dann bei der wunderschönen Stadt Tedrow gelandet und bin dann auf die Berufsschule Rostock gegangen. Die war an und für sich auch sehr schön, relativ neu gebaut, die Lehrer haben uns verstanden. Teilweise wussten sie selbst nicht, warum sie ihre Fächer unterrichten. Wir hatten Kommunikationswissenschaften, da war unser, also man könnte sich durchaus mal angucken, wie die Fächer bewertet sind, auch innerhalb der Lehrerschaft. Das war als kleiner Tipp. Und was aber ich wirklich nochmal sagen muss bei der Berufsschule, was mir hier wichtig ist, ich musste um 4.30 Uhr aufstehen, war dann um 5.41 Uhr im Zug, musste da noch am Bahnhof 40 Minuten warten, weil die Schule noch nicht losging. Der nächste Zug wäre um 7.40 Uhr angekommen. Das verhindert Ausbildung und ich habe nicht in Rostock gewohnt, weil das Heim zu teuer war. Ich habe keine hohen Ansprüche, aber auch mir war es zu dreckig, das muss was heißen. Und ich musste dann mit Freunden unterkommen auf Sofas, damit ich irgendwie diese Ausbildung schaffe. Und es gab auch Unklarheiten, welche Kosten vom Betrieb übernommen werden. Die Stadt war noch relativ kulant, aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Zustände in kleinen Betrieben sind. Für Fragen stehe ich im Nachgang gerne offen. Gut, schön, dass das mit der Lampe auch einigermaßen funktioniert. Ich glaube, wir sind da alle sehr interessiert, aber es wurde ja eben richtig verwiesen. Wir haben gleich noch Zeit für Nachfragen, auch seitens der Abgeordneten, nicht parlamentarischen Mitglieder. Dann als nächstes bitte Phil Stegemann. Wir sind jetzt schon auf der linken Seite angekommen. Und Phil Stegemann nimmt auch das Mikro. Wie gesagt, wenn es leuchtet, könnt ihr sprechen. Einen wunderschönen guten Tag. Sehr geehrte Vertreter der Enquete-Kommission Jungsein in MV. Ich möchte hiermit meine Wertschätzung im Namen aller jungen Leute in Mecklenburg-Vorpommern zutage bringen, weil jungen Leuten, wie meiner Wenigkeit, hier ein offenes Ohr geschenkt wird. Weiterhin bedanke ich mich recht herzlich für die erneute Einladung, diesmal von der CDU, in das schöne Schloss in Schwerin. Ja, ich bin Phil Stegemann. Letztes Jahr war ich noch 19, jetzt bin ich schon 20. Ich studiere in Hamburg und komme aber ursprünglich aus Krien, das liegt bei Anklam, kurz vor Usedom. Aber meine Identität, würde ich sagen, ist noch reiner Ossi. Vor einem Jahr habe ich als Schüler dieses Landes, Kreisschülersprecher von Vorpommern-Greifswald und stellvertretender Landesschülersprecher gesprochen. Jetzt spreche ich nur noch als Student. Ich habe mein Abitur erfolgreich bestanden und kann sagen, ich habe eine sehr gute Hochschulreife durch das Bildungssystem hier im Lande erhalten. Das Niveau und der Inhalt waren die perfekte Grundlage für mein jetziges Studium regenerative Energiesysteme und Energiemanagement. Vor allem der Physik- und Matheunterricht waren teilweise besser als bei meinen Kommilitonen.
Ich studiere in Hamburg und habe den Vergleich zu unter anderem NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Vielleicht lag es an meiner Schule und an den Lehrern. Aber eins kann man sagen, ich bin froh, so eine gute schulische Ausbildung genossen zu haben. Der Inhalt war passend. War auch die Art und Weise passend? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und auch das Schreiben mit Füller auf Papier schadet niemandem. Aber der Anspruch in der Hochschule, Uni oder auch in der Wirtschaft ist ein ganz anderer. Ohne Technik geht aktuell nichts mehr. Mitschriften, Hausarbeiten, Protokolle, Praktika werden nicht mehr im Blog geschrieben, sondern im PC eingetippt oder auf dem Tablet geschrieben. Aber warum muss man jenes noch in der Schule tun? Hochschulreife erlangen und trotzdem nicht bereit sein. Ja, das ist das aktuelle Problem. Studenten müssen sich damit beschäftigen, wie die Technik funktioniert, anstatt sich auf das Studium zu konzentrieren. Ist das wirklich der Anspruch von denjenigen, die die Gesetze beschließen? Und jetzt würden mir wahrscheinlich die Kritiker für Technik in Schulen am liebsten ins Wort fallen. Bevor Sie das tun, geben Sie mir bitte noch die Chance, mich zu erklären. Es geht hier nicht um die Grundschule. Da können wir auf Papier schreiben und auch eine Kreidetafel benutzen oder die weiterführenden Schulen, sondern um die 9. Klasse und aufwärts. Wer 8 Jahre in der Schule war und eine durchschnittlich gute Erziehung genossen hat, ist meiner Meinung nach in der Lage, mit Füller sauber zu schreiben. Ab einem bestimmten Punkt müssen wir den Sprung schaffen in der Bildung. Den Kindern müssen bis zur 9. Klasse Grundlagen für Hardware und Software gelernt werden. Und dann folgt die Anwendung. Kleine Unterbrechung. Bei Mitschriften reden wir über das Schreiben mit einem digitalen Stift auf einem Tablet, weil der Lerneffekt einfach höher ist und genauso wie beim Füller. Die Benutzung von Laptops soll natürlich im Informatikunterricht unterstützt werden und bei zum Beispiel Hausarbeiten oder Vorträgen. Wir müssen allen Schülern die Technik ans Herz legen, weil es essentiell im späteren Werdegang jedes Einzelnen ist. Kippen Sie das Gesetz und lassen Sie den Schüler selbst entscheiden, wie er seine Mitschriften ab der 9. Klasse gestaltet. Und noch wichtiger, unterstützen und subventionieren Sie dies. Dann gibt es vielleicht auch irgendwann Ämter in unserem Land, die nicht mehr alles mit Papier machen. Über die Wunschvorstellung eines Bildungssystems möchte ich nicht sprechen. Wenn man sich schwer tut, einen Schritt voranzugehen, wie will man dann bitte laufen bzw. rennen können? Da ich weiß, dass der Landesschülerrat auch hier ist, werde ich mich jetzt mehr auf Jungsein in MV und Studieren konzentrieren. Ich studiere in Hamburg und das hat Gründe. Erstens, ich arbeite nebenbei als Werkstudent und das Jobangebot mit guten Konditionen ist in Hamburg vielmals höher. Zweitens, zu studieren heißt zu leben, auszugehen, feiern zu gehen. Ich hätte eventuell auch in Stralsund studieren können, aber da fehlen einfach die Menschen und die Kneipen. Das, was wir in der DDR auf jedem Dorf hatten, haben wir jetzt nur noch vereinzelt in den Städten. Orte, wo man zusammenkommt, Karten und Darts spielt. Orte, wo man sich trifft und Fußball schaut. Unter Menschen zu sein, ist so viel wichtiger, als eine Staffel auf Netflix zu schauen. Und ja, in Hamburg kann man einfach losgehen, egal welcher Wochentag gerade ist, und sich mit Leuten treffen, quatschen, Spiele spielen und ab und zu auch mal ein Bierchen trinken. Das gehört zum Studieren einfach dazu. Und der dritte Punkt hat was mit der Perspektive zu tun. Wenn man jung ist, sollte man jeden Tag seinen Horizont erweitern, um irgendwann den richtigen Weg zu finden. Ich bin froh, in Hamburg zu studieren. Man lernt so viele Leute kennen und kann sich von Tag zu Tag immer besser einen eigenen Standpunkt aufbauen. Und eine weitere Sache möchte ich noch äußern. Ich habe mich auch bei Energiekonzernen in meiner Region rund um Anklam auf ein duales Studium im Bereich erneuerbare bzw. regenerative Energien beworben. Es wurde aber nur reines Elektrotechnikstudium angeboten. Da habe ich mich persönlich gefragt, wie kann das in der aktuellen Zeit noch sein? Und das war auch ein Punkt, warum ich mich bei Firmen in Hamburg umgeschaut habe. Ich mag Mecklenburg-Vorpommern sehr gerne
und auch die Menschen hier. Aber die Infrastruktur ist für Studenten sehr kompliziert. Es fahren kaum Busse, man ist immer auf ein Zweirad oder Auto angewiesen. Machen Sie MV attraktiv. Unterstützen Sie die Gastronomie in ländlichen Regionen. Schaffen Sie mehr Freizeitmöglichkeiten. Nutzen Sie das Goldstück von MV. Wasser, die Ostsee, die Seen und die vielfältigen Flüsse. Verbinden Sie Wohnorte und Städte mit dieser schönen Natur. Bauen Sie den ÖPNV aus und machen Sie diesen auch attraktiver. Lassen Sie die Busfahrkarte für die älteren Generationen und entwickeln Sie gleichzeitig Apps, mit denen Fahrpläne angeschaut sowie Fahrkarten gekauft werden können. Würde der Bus aus den Regionen rund um Usedom regelmäßig auf die Insel fahren, könnten Einheimische viel öfter den Nahverkehr nutzen, als mit dem Auto zu fahren. Bei mir kommt übrigens der Bus zweimal am Tag, dann fährt vielleicht einer nach Wolgast, wo ich dann von Wolgast auf die Insel fahren könnte, dauert vielleicht 3 Stunden. Vielleicht fährt auch manchmal einer von Anklam, mit Auto fährt man 40 Minuten. Und wenn Sie das schaffen, diesen ÖPNV auszubauen und alles zu integrieren, und dann kriegen Sie auch mehr Studenten hier in MV. Und dann tut MV auch gut. Ich bin offen für interessante Fragen und einen eventuellen Austausch. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Dann fahren wir fort mit Charlotte Paul, die auch schon auf dem Weg ist. Wunderbar. Und das geht natürlich auch wieder runter, das Pult, genau. Für jede Größe justierbar. Okay, dann ist das Mikrofon jetzt freigegeben. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe heute vor Ihnen nicht nur als Studentin, sondern als stellvertretend für eine Vielzahl von Lehramtsstudierenden, die sich mit einem Problem konfrontiert sehen, das die Zukunft unserer Bildungseinrichtung maßgeblich beeinflussen kann. Mein Name ist Charlotte Paul und ich studiere Lehramt für die regionale Schule für die Fächer Deutsch, Geografie und Niederdeutsch an der Universität in Greifswald. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Stellen Sie sich unser Bildungssystem in einem Idealzustand vor. Forschungsergebnisse aus Schulen werden genutzt, um unmittelbar die Unterrichtsqualität zu verbessern. Und gleichzeitig fließen diese neuen Erkenntnisse direkt in die Lehrerbildung unseres Landes ein. In dieser Vorstellung würde es in unserem Bildungssystem einen Kreislauf geben, in dem diese neuen Erkenntnisse stetig in den Unterricht an den Schulen und die Universitäten einfließen und eben zu neuen Verbesserungen führen würden. So würden heute schon die Lehrer für die Schule von morgen ausgebildet werden. Doch dieser Kreislauf ist leider brüchig oder an manchen Stellen einfach nicht existent. Wir beginnen mit den Ergebnissen der PISA-Studie. Die Ergebnisse der PISA-Studie aus dem Jahr 2023 haben alle in einen Schock versetzt. Es ist alarmierend, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich einfach nicht zufriedenstellend sind. Dies ist nicht nur ein Grund zur Besorgnis, sondern auch eine klare Aufforderung zum Handeln. Denn die PISA-Studie fungiert meiner Meinung nach wie ein Spiegel, der nicht nur die gegenwärtigen Schwächen, sondern auch die dringende Notwendigkeit sieht, eine innovative und zukunftsorientierte Bildungsreform zu reflektieren. Sie zeigt uns, dass es an der Zeit ist, die Bildungsansätze zu überdenken und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden. Doch ich stelle mir die Frage, wie können diese Ergebnisse überhaupt nachhaltig besser werden? Eine entscheidende Komponente liegt in der Anerkennung der Lehrkräfte als den Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen Bildung. Eine effektive Verbesserung der Ergebnisse erfordert jedoch nicht nur die Stärkung der Lehrkräfte, sondern auch eine zukunftsorientierte Neugestaltung des Lehramtsstudiums. Um den bereits genannten Bildungskreislauf zu schließen, müssen wir bei der Ausbildung der Lehrkräfte ansetzen, dem entscheidenden Glied in dem Prozess. Die heutige Welt verlangt nach Lehrkräften, die nicht nur über umfassende Kenntnisse in ihren Fachgebieten verfügen, sondern auch über die pädagogischen und sozialen Kompetenzen, um Schülerinnen zu motivieren, zu inspirieren und individuell zu fördern. Lehrkräfte sollten darauf vorbereitet sein, mit einer Vielzahl von Lernstilen, kulturellen Hintergründen und individuellen Bedürfnissen umzugehen. Und diese Heterogenität darf nicht als Hindernis, sondern als Chance für unsere Gesellschaft angesehen werden. Die fehlende Praxisbezogenheit in meinem Studium ist ein drängendes Problem.
Ich kenne das Gefühl, dass die Lücken zwischen Theorie in den Vorlesungen und der realen Unterrichtssituation einfach zu groß ist. Und genau hier liegt der Ausweg aus diesem Dilemma. Eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie zukünftige Lehrkräfte ausgebildet werden. Eine Veränderung des Studiums. Und auch hier stelle ich mir die Frage, wie kann das gelingen? Der Schlüssel zur Verbesserung des Lehramtsstudiums liegt zweifellos in einer grundlegenden Veränderung der Lernkultur. Das Studium muss sich endlich einem Wandel unterziehen, der nicht nur die Lehrinhalte betrifft, sondern auch vor allem die Art und Weise, wie Studierenden den Schulalltag kennenlernen. In meinem Studium wird leider allzu deutlich, dass die Theorie-Praxis-Lücke einen erheblichen Einfluss auf unsere Vorbereitung der zukünftigen Lehrkräfte hat. Die überwiegend theoretische Ausrichtung des Studiums ermöglicht uns zwar, ein umfassendes Verständnis für pädagogische Konzepte zu entwickeln, doch fehlt es an der Möglichkeit, das erworbene Wissen in realen Unterrichtssituationen anzuwenden. Das Lehrersein erfordert nicht nur tiefes Verständnis für Lehrpläne und Fachinhalte, sondern auch die Fähigkeit, flexibel auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Lernstile unserer Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Und diese Fähigkeiten können nur in direkten Erfahrungen im Klassenzimmer erworben werden. Es ist bedauerlich, dass wir in unserem Studium nicht ausreichend Gelegenheiten erhalten, diese entscheidenden pädagogischen Konzepte praxisnah zu erproben und zu verfeinern. Ein konsequenter Praxisbezug im Studium würde nicht nur unsere individuellen Entwicklung fördern, sondern auch dazu beitragen, die Kluft zwischen Theorie und Praxis endlich zu schließen. Denn die Verbindung von Theorie und Praxis ermöglicht es uns, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch eine positive Lernumgebung zu schaffen, in der Schülerinnen und Schüler aktiv teilhaben, motiviert lernen und sich entwickeln können. Und auch hier wieder die Frage, wie kann das überhaupt gelingen? In meinem Studium habe ich einen wertvollen Impuls erfahren, als ich in ein Praxisseminar ging, das mir die Möglichkeit bot, Praxis hautnah zu erleben. Hierdurch entdeckte ich eine Perspektive, die mir zeigte, dass Schule auch anders sein kann. In diesem Seminar fand ich einen klaren Orientierungspunkt, der mir signalisierte, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Es war ein Wendepunkt, der mir nicht nur ermöglichte, die Theorie endlich in Praxis umzusetzen, sondern auch meine Überzeugung stärkte, dass das Lehramt eine wahre Berufung ist. Doch dieses Seminar ist leider nur eines von vielen. Ich hätte auch wie viele andere Studierende ein anderes Seminar wählen können und niemals diesen wertvollen, inspirierenden und vor allem wegweisenden Impuls sammeln können. So eine wichtige Erfahrung sollte kein Zufall im Lehramtsstudium sein, sondern ein fester Bestandteil. Beispielsweise erlebte ich eine Freundin, die ohne diese Erfahrung, dieser Praxisseminare, ihr Lehramtsstudium bereits vor dem dritten Semester von 10 abgebrochen hätte. In diesem Seminar über selbstgesteuertes Lernen wurde mir eindrücklich bewusst, dass dieses Konzept nicht nur für mich als zukünftige Lehrkraft, sondern auch für Schülerinnen und Schüler erhebliche Vorteile mit sich bringt. Ein zentrales Konzept zur Entlastung von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern. Durch die Förderung von selbstgesteuertem Lernen und die Schaffung einer unterstützenden Lernumgebung können Lehrer und Schülerinnen und Schüler gemeinsam erfolgreich agieren. Denn hier wird der Lehrer zum Lernbegleiter. Ein Lehrer, der die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, ihre eigenen Ziele zu setzen und ihre Fortschritte zu überwachen, schafft eine Lernumgebung, die nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern auch auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet. Die Freiheit, den eigenen Lernprozess zu steuern, ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und somit einen maßgeschneiderten Zugang zur Bildung zu finden. Es fördert nicht nur die fachliche Entwicklung, sondern stärkt auch überfachliche Kompetenzen. Denn sie werden ermutigt, eigenständig zu denken, Problemlösungsstrategien zu entwickeln und eben ihre Lernfortschritte aktiv zu überwachen. Die Hattie-Studie aus dem Jahr 2009 von John Hattie ist die wichtigste internationale Metastudie im Bereich der Bildung. Sie fand heraus, dass selbstreguliertes Lernen zu den effektivsten Lehr- und Lernmethoden gehört. Sie betont, dass der Fokus auf der Entwicklung von selbstregulierten Lernstrategien nicht nur die akademischen Leistungen, sondern auch die Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler steigert. Dieses Konzept ist kein Luxus, sondern ein zentraler Bestandteil einer zeitgemäßen Lehrerausbildung. Ein innovatives, evidenzbasiertes Lehramtsstudium, das mehr Praxis in den Fokus rückt, ist der Schlüssel zur Reparatur, zu dem eingangs genannten Kreislauf.
Es muss den angehenden Lehrkräften die Möglichkeit geboten werden, an Praxisveranstaltungen teilzunehmen, um endlich den Bruch zwischen Theorie und Praxis zu überwinden. Schließlich benötigen wir ein Lernstudium, das den angehenden Lehrkräften das Gefühl gibt, endlich die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und dies erfordert nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch die Förderung von Leidenschaft und Engagement für den Lehrerberuf. Ein solches Studium wird nicht nur die Qualität der Lehre verbessern, sondern auch die Motivation und Zufriedenheit der Lehrkräfte steigern. Somit kann gewährleistet werden, den Lehrermangel langfristig zu decken. Wir können uns keine hohen Abbruchquoten aufgrund fehlender Zielorientierung im Lehramtsstudium mehr leisten. Der Lehrermangel führt zu überfüllten Klassen, Unterrichtsausfällen und einem Mangel an individueller Betreuung für Schülerinnen und Schüler. Und genau das hat direkte Auswirkungen auf die Bildungsqualität und vor allem die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler. Eine Ursache für diesen Mangel ist eben die geringe Praxiserfahrung und ein fehlender Bezug zur realen Unterrichtssituation, die viele Studierende zweifeln lässt, ob sie überhaupt die richtige Entscheidung getroffen haben. Ein anderer Grund ist der hohe Krankenstand unter den Lehrkräften aufgrund psychischer Belastung. Auch hier brauchen wir in Zukunft Lehrkräfte, die schon während des Studiums Konzepte und Methoden an die Hand bekommen, um mit der veränderten Struktur der Schülerschaft und den neuen Herausforderungen wie Digitalisierung und Inklusion gesund umgehen zu können. Daher appelliere ich an Sie, sich aktiv für eine Neugestaltung des Lehramtsstudiums einzusetzen, die den Fokus verstärkt auf eine praxisorientierte Ausbildung legt. Es wird klar, dass die dringende Notwendigkeit und nachhaltige Veränderung des Lehramtsstudiums eine Schlüsselrolle spielt, um die Qualität der Bildung zu steigern und die kommenden Generationen angemessen vorzubereiten. Klaus Klage sagte, nach der PISA-Studie müssen erstmal die Lehrer die Schulbänke drücken. Und ich sage, die Lehrer von morgen werden heute ausgebildet. Also helfen Sie mit, die Lehrerbildung endlich zu revolutionieren. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank auch für diesen Wortbeitrag und dann sind wir beim letzten der sechs jungen Leute. Danach, wie gesagt, ist die Bühne frei für Fragen und jetzt zunächst Julius Richard, bitte sehr. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass auch ich hier heute vor Ihnen sprechen darf. Ich studiere seit 2018 an der Universität in Rostock. Ich habe davor auch den Großteil meiner schulischen und vorschulischen Bildung hier im Land genossen, konzentriere mich jetzt aber vor allem auf den Hochschulbereich, weil wir, ich glaube, zu den anderen Bereichen jetzt auch schon einiges gehört haben. Ja, womit macht das Land Mecklenburg-Vorpommern eigentlich Werbung, dass man hier im Land studiert? Allzu viele Studierende gibt es ja hier nicht. Wir haben es ja gerade auch schon von Herrn Stegemann gehört. Es gibt dann doch auch viele Gründe, das Land zu verlassen zum Studieren. Ich bin froh, in Mecklenburg-Vorpommern zu studieren. Ich muss aber sagen, ich kann nicht genau sagen, warum ich mich dafür entschieden habe. Und vielleicht haben Sie es ja auch alle schon mal gesehen. Also das Land macht ja Werbung damit, Studieren mit Mehrwert. Das ist meistens dann auch irgendwie das einzige Argument, hier im Land zu studieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, dass die Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern eine große Küste hat. Das ist dann doch den meisten Schüleninteressierten in der ganzen Republik auch bekannt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das einzige Argument sein sollte, hier im Land zu studieren. Weil ich glaube, die Universitäten und auch die Hochschulen hier haben einiges zu bieten. Und trotzdem werden die Studierenden leider immer weniger. Und ich glaube, das ist sehr schade. Die Zeiten von überfüllten Hörsälen und man kommt nicht ins Seminar rein, die sind dann, ich glaube, mittlerweile wirklich vorbei. Und es ist eher so, dass ja, Seminare, Kurse eben nicht zustande kommen, weil sich nicht genug Leute dafür angemeldet haben. Das ist vor allem, wenn wir zum Beispiel über nonformale Bildung reden, der Fall bei Sprachkursen, bei Sportkursen, bei all solchen Sachen in der Hochschullandschaft. Da hört man dann immer wieder, okay, wir sind nicht genug Leute geworden, jetzt findet der Kurs hier nicht statt. Das ist ein bisschen schade und ich glaube, da kommt man auch in so einen gewissen Teufelskreis rein, weil ich glaube, je weniger Studierende sind, desto weniger ist dann auch die Motivation, da an den Universitäten zu Innovationen zu greifen und zu sagen, okay, wir probieren mal was Neues aus, wir ändern mal was an den Curricula. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das Angebot nicht mehr so attraktiv ist und sich dann eben immer mehr Leute entscheiden, nicht mehr hier zu studieren. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses starre Konstrukt, was sich dann doch an den Universitäten langsam so einbürgert, auch damit zusammenhängt, dass dann ja, die finanzielle Situation an den Hochschulen eben nicht die prickelndste ist und sicherlich an jeder Stelle irgendwie mehr Lehrpersonal nötig wäre, um auch mal was Neues auszuprobieren. Und
Das mangelnde Lehrpersonal ist natürlich dann auch ein Grund dafür, dass wir immer noch an diesem Konstrukt mit den einzelnen Modulen festhalten, vor allem mit vielen Pflichtmodulen. Und ich glaube, wenn man da einfach eine größere Flexibilisierung hätte, wenn man mehr Wahlpflichtmodule hätte oder wenn man auch ein bedingungsloses Teilzeitstudium ermöglichen würde, würde das auch durchaus die Studienstandorte im Land attraktivieren im Vergleich zu anderen Studienstandorten, weil das ist ja auch einfach ein bundesweites Problem. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was hier im Land passiert. Und das sind natürlich alles Spielräume, die den Universitäten und Hochschulen zustehen. Aber ich glaube, die Ursache dafür steckt dann eben, wie gesagt, darin, dass dann doch zu wenig Personal an den Universitäten vorhanden ist, dass auch einfach zu wenig Räume sind, dass die Räume, die da sind, nicht richtig genutzt werden können, weil sie teilweise wirklich auch einfach baufällig sind. Und ich glaube, das ist was, wo man wirklich auch zukunftsgerichtet investieren sollte, um zu schauen, was können wir machen, damit es in Zukunft besser wird. Ansonsten bleiben wir in diesem Teufelskreis stecken, dass die Studierenden immer weniger werden, die Motivation immer weiter sinkt, in dem Bereich zu investieren, sowohl aus politischer Seite, aber natürlich auch was Drittmittel und Ähnliches angeht. Das reduziert sich dann immer weiter. Ein weiterer Punkt, auf den ich vielleicht noch kurz eingehen möchte, ist, dass man auch mehr das Augenmerk darauf legt, wie können wir an den Universitäten und Hochschulen auf StudienanfängerInnen aus Nicht-Akademiker-Haushalten eingehen. Ich glaube, das ist ja generell immer ein Thema und da haben wir vor allem, ich glaube, sehr, sehr viele versteckte Kosten. Wir haben ja keinerlei Studiengebühren im Land, das ist auf jeden Fall zu begrüßen und das sollte auf jeden Fall so beibehalten werden, aber wenn man dann anfängt zu studieren, merkt man dann doch immer wieder, oh, da kostet was Geld, da kostet was Geld und das sind dann meistens Sachen, mit denen rechnet man gar nicht so. Ich möchte nur mal ein paar Beispiele nennen. Wenn man zum Beispiel polizeiliches Führungszeugnis braucht, um irgendwo ein Praktikum in der Schule zu machen, das beantragt man, das kostet Geld, das übernimmt nicht die Universität. Wenn man im Labor arbeitet, dann muss man sich seine persönliche Schutzausrüstung selber kaufen. Wenn irgendwie Glasbruch vorkommt, dann muss man den selber decken. All solche Sachen. Es fängt auch schon bei kleinen Sachen an. Also für die meisten Sachen braucht man ja dann doch irgendwie an seinem PC ein Office-Programm. Und da gibt es natürlich viele kostenlose Alternativen. Aber auf einmal fordert der Dozent oder die Dozentin dann eben doch das Microsoft-Produkt. Und naja, das kauft man sich dann eben selber, weil von der Universität wird es nicht gestellt. Und das sind viele Sachen, mit denen rechnet man am Anfang nicht. Und die kommen dann ziemlich plötzlich auf einen zu. Und ich glaube, es geht einerseits darum, diese Kosten auch mal transparent zu machen, um das klarzumachen, dass Studieren doch auch immer noch ziemlich viel Geld kostet. Und andererseits würde ich mir da natürlich auch wünschen, dass da mehr Geld sozusagen übernommen wird. Und das sind jetzt nur Beispiele, die ich erlebt habe. Ich weiß, dass es in vielen anderen Studienrichtungen tatsächlich auch noch sehr viel dramatischer ist. Ich glaube, das gängige Beispiel ist zum Beispiel immer die Zahnmedizin, die da gerade auch in den ersten Studienjahren wirklich richtig, richtig viel Geld in ihre Ausbildung stecken. Und ja, das kriegt man dann eben auch alles nicht bezahlt, sondern muss es irgendwie selber finanzieren. Und das macht es sehr, sehr schwierig für einfach Studierende aus vielleicht nicht so wohlhabenderen Elternhäusern. Ja, genau. Um nochmal kurz auf den Bereich nonformale Bildung auch einzugehen. Ich hatte es schon gesagt, wenn man da jetzt konkret an Angebote denkt, die für Studierende ausgelegt sind, dann haben wir eben die Sprachkurse an den Universitäten und den Hochschulsport. Beides auch kostenpflichtig. Die Sprachkurse vor allem auch nur dann kostenlos, wenn sie als Pflichtangebot irgendwo im Studium verankert sind. Was natürlich aber zum Beispiel nicht dazu gehört, wenn man einen Auslandsaufenthalt plant und anlässlich dieses Auslandsaufenthalts einen Sprachkurs absolvieren muss, dann zählt der nicht als der gehört zum Studium. Und lauter solche Sachen schweren es dann natürlich auch irgendwie Angebote der nonformalen Bildung in Anspruch zu nehmen, weil es dann am Ende immer auch eine Frage des Geldbeutels ist und der ist bei Studierenden eben erfahrungsgemäß nicht so dick. Und um das Ganze nochmal in die Perspektive zu setzen, ich glaube, wir wollen alle, dass viele Menschen nach MV kommen zum Studieren und vor allem, dass die jungen Leute hier im Land hier bleiben, um zu studieren. Und das können wir, ich glaube, vor allem dadurch erreichen, wenn wir da attraktivere Angebote schaffen, als es eben vielleicht andere Bundesländer schaffen und gezielt sagen, okay, wir bieten dir diese Zusatzangebote. Und das ermöglicht es dann vielleicht auch, die Studierendenzahlen hier im Land konstant zu halten, neue Leute dazu zu gewinnen und vor allem auch, dass mir auch ein Anliegen zu schauen, wie wir die Leute davon überzeugen können, dass sie dann am Ende hier im Land bleiben. Weil ich glaube, wenn die Leute hier zum Studieren herkommen und danach wieder weggehen, haben wir auch alle nicht viel gewonnen. Was da vor allem auch wichtig wäre, ist sozusagen eine Bleibeperspektive zu schaffen und den jungen Leuten zu sagen, okay, wir haben hier im Land auch Angebote, für die es sich lohnt zu bleiben. Also ihr findet hier eine kostengünstige Wohnung, ihr findet hier auf jeden Fall auch einen guten Job, für den ihr auch gut ausgebildet seid an den Universitäten und Hochschulen. Und dann gibt es hier auch die Möglichkeit, sein weiteres Leben hier zu gestalten.
Ich schaue einmal noch mal kurz in meine Notizen, aber ich denke, das waren die wesentlichen Punkte und ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich hier sprechen durfte. Ja, herzlichen Dank an alle 6 Vortragenden. Das waren, denke ich, sehr eindrückliche Schilderungen aus einzelnen, mitunter auch sehr speziellen Bereichen. Einige, die auch so sozusagen ihre Laufbahn dargestellt haben, das ist ja auch ganz offen formuliert und habe ich ja auch gesagt, dass ihr und sie euch aussuchen könntet, worauf ihr antwortet. Danke für diese Buntheit auch der Beiträge von meiner Seite und damit ist hier natürlich der Sache noch nicht Genüge getan, sondern wir wollen jetzt in den Austausch gehen. Ich glaube, einige Abgeordnete und auch die nicht parlamentarischen Mitglieder sind schon ganz gespannt, Vertiefungsfragen zu stellen, aber vielleicht auch mit euch in den Austausch zu gehen. Dann nicht so schüchtern. Ich sehe, Frau Dr. Schröder, die Abgeordnete, hat das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Rückfrage an Frau Paul und frage einfach mal frech provokativ. Ich erinnere mich noch an mein Studium und auch an meine Dozentenzeit an der Uni und war immer unglaublich enttäuscht, dass gerade die Lehramtsstudenten die Didaktik, die sie hätten lernen sollen, gar nicht in ihren Vorträgen, die sie dann in den fachlichen Seminaren hätten zeigen können, angewandt haben. Also das so als fiese Einleitung. Und meine Frage ist, sehen Sie denn Potenzial, dass das, was Sie in der Didaktik lernen, schon irgendwie in den Fachbereichen, auch schon mal in Ihren eigenen Lernweisen und auch in dem, wie Sie da Vorträge halten in den Seminaren, ich weiß nicht, ich denke, das wird noch so gemacht, dass Sie das da schon mal anwenden und üben können? Weil sonst würde ich schon sagen, das, was Sie sagten, dass man so eine Kongruenz braucht zwischen den Inhalten, also der Didaktik, die man lernt und dem, wie man die Didaktik lernt, muss durchaus hergestellt werden. Ich glaube, das ist auch bei Hetti besonders herausgestellt, weißt du, wenn nicht genau. Aber wo sehen Sie denn jetzt schon Potenziale, das einzubringen? Und Sie sprachen immer von Praxis, aber ich finde es auch immer schwierig, die echte Schule dann so als Experimentierfeld für Studenten zu sehen. Wo können Sie denn in der Uni schon miteinander experimentieren? Gut. Sehr schön ist auch immer, wenn gleich die Person angesprochen wird, so wie Frau Dr. Schröder das ja gemacht hat. Und dann sind wir hier auch stringent in der Fragerunde und on the point, so wie das eben war. Und bitte jetzt Frau Paul mit der Antwort dazu. Genau, also es ist im Studium so, dass man ja verschiedene Fachbereiche hat. Also ich habe ja Deutsch, Geografie und Niederdeutsch. Und man hat quasi Didaktik erst ab dem 3. Semester. Und das ist aber auch von Fach zu Fach unterschiedlich. Und diese Module, also ein Didaktikmodul, ist in 3 verschiedene Module aufgebaut. Also zum Beispiel das Basismodul, wo man quasi eigentlich nur lernt, wie man, was quasi alles hinter der Didaktik steckt, also Fachinhalte, aber gar nicht, wie man zum Beispiel einen richtigen Unterrichtsverlauf anordnet. Dann ist es so, dass man ein Sozialpraktikum vor dem 2. Semester macht. Das kann in einer Schule sein, muss aber nicht. Und das erste richtige Schulpraktikum, das mache ich auch gerade in einer Grundschule, das ist ab dem 5. Semester angesehen. Und wie ich ja auch gesagt habe, es gibt ganz, ganz viele, die durch diese fehlenden Praxisbezug bereits vor dem 3. Semester abbrechen. Also die kommen gar nicht dazu, das Praktikum zu machen, weil sie davor den Spaß und die Freude verlieren. Und wir haben in Geografie mit 130 Studierenden angefangen und sind jetzt bei 70, also in dem 5. Semester. Also es ist fast die Hälfte, die abgebrochen haben. Und dahingehend sehe ich einfach ein großes Problem. Genau. Konnte das Ihre Frage beantworten? Okay. Gut, genau. Jetzt lese ich einmal vor, wen wir haben. Das ist Frau Federau, dann Frau Wegner, dann habe ich mich aufgeschrieben und eben hat sich auch noch Herr Wolf gemeldet, dass die Redeliste soweit. Weitere Wortmeldungen sind natürlich möglich. Frau Federau, Sie haben das Wort. Ja, erstmal herzlichen Dank. Das waren tolle und teilweise wirklich sehr erfrischende Vorträge bisher. Ich würde gleich auch noch mal Frau Paul mal eine Frage stellen. Wir hatten hier vor einiger Zeit auch eine Anhörung, da ging es auch eben um die Thematik natürlich Bildung, Lehrerausbildung, die Ausbildung als duales Studium zukünftig zu gestalten. Wäre das aus Ihrer Sicht die Lösung, die man anstreben sollte?
Frau Paul, Sie haben gehört, Sie sind sehr gefragt in der ersten Fragerunde, bitte. Also ob das jetzt die Lösung ist, das weiß ich nicht, weil ich das ja selber nicht miterlebe. Aber ich denke, es könnte zumindest ein richtiger Schritt in die richtige Richtung sein. Also dass man direkt zum Anfang Erfahrungen im Klassenzimmer sammelt, ist, denke ich, sinnvoll. Weil das ist ja das, was man später machen möchte. Also ich hatte das Glück, ich habe nach meinem Abitur, ich habe 2020 Abitur gemacht und habe dann noch ein Jahr als FSJlerin in einer Grundschule gearbeitet und dann auch noch ein halbes Jahr verlängert, bis dann mein Studium im Winter angefangen hat. Und da konnte ich schon sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln. Und ich weiß einfach, dass viele, die jetzt in der, also in dem vierten Semester hat man quasi pro Fach eine schulpraktische Übung. Da hält man 2 Unterrichtsstunden an einer Schule, die dann mit 4 Dozierenden dann am Ende bewertet wird. Und das ist für die meist also ganz, ganz schwierig, weil sie erstmal die Didaktik gar nicht richtig verstanden haben, keinen richtigen Unterrichtsverlauf überhaupt planen können, methodisch, didaktisch, die Reflexion. Und ich denke, dass das auf jeden Fall eine gute Idee wäre, dahingehend in die richtige Richtung die Abbruchquoten zu mindern. Genau. Eine Nachfrage von Abgeordneten, bitte. Ist keine Nachfrage jetzt an Frau Paul, sondern ich habe jetzt an mehrere bestimmte Fragen. Kann ich da gleich fortfahren? Fahren Sie fort, ja. Wenn prima, danke. Wenn nicht zu viele sind. Ja. Die nächste Frage wäre an Frau Tugmani. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie sprachen davon, und das fand ich einen, muss ich sagen, interessanten Ansatz, aufgrund der Sprachproblematik, die natürlich Menschen mit Migrationshintergrund logischerweise haben, es in die Richtung, wie LRR-Schüler eben, ne, diese Ausgleiche quasi zu schaffen. Was denken Sie, wie lange wird so etwas benötigt? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es jetzt die gesamte Schulzeit sein soll, sondern woran macht man es jetzt fest? Wie lange könnte es aus Ihrer Sicht notwendig sein, so zu verfahren? Also erstmal muss man Frau Tugmani, bitte. Ja, erstmal muss man sagen, es ist ja sehr unterschiedlich von einem zu den anderen, weil es gibt manche, die sprachlich hochbegabt sind und die Sprache sogar in 3 Jahren gut lernen können, dass sie fast keinen Fehler machen. Fehler machen ist normal beim Lernen von Sprachen, ist immer so der Fall. Ansonsten würde ich mal sagen, also mindestens 5 Jahre dauert es, bis man eigentlich gefestigt ist. Und es kommt immer darauf an, in welchem Alter man nach Deutschland eingezogen ist. Wenn man halt zum Beispiel ab der 5. Klasse hier ist und dann bis zum 10. Klasse da an einer Schule teilgenommen hat, dann lernt man automatisch Grammatik und Rechtschreibung mit den Kleinen, also mit den anderen meine ich, die Deutschen. Und dann ist die Sprache gut bei denen. Aber es gibt manche Schüler, die nicht mal eine Chance haben, einen Deutschkurs zu besuchen. Und das war der Fall bei mir. Ich musste eigentlich Deutsch selbst lernen. Es gab nicht mal eine Möglichkeit, einen Deutschkurs zu haben, weil ich die einzige Ausländerin in der Schule war. Und deswegen konnte ich keine Förderung bekommen. Ich musste nur in einer Klasse sein mit vielen, die eine andere Sprache gesprochen haben, die ich nicht verstanden habe. Und dann musste ich einfach immer nur alle Wörter aufschreiben, die ich, ja, sagen wir mal so, diktieren konnte und dann auswendig lernen. Und dann ging das. Aber irgendwann treffe ich immer Freunde, die das Abi abbrechen, nur weil sie sprachlich unterstützt werden. Also sie können nicht mal richtige Sätze aufschreiben, sagen wir mal so, und dann wird der Inhalt nicht mehr komplett bewertet. Also dann zählt der Lehrer eigentlich ja Punkte ab, nur weil sie zum Beispiel statt dem gesagt oder der das gesagt, was eigentlich ganz schwer zu unterscheiden ist, also für einen Nicht-Muttersprachler. Und normalerweise sollte man eigentlich einen Nachteilsausgleich stellen, aber das erfolgt nicht mehr ab der 10. Klasse. Das heißt, man muss ja vorher schon einen Antrag gestellt haben, um dies genehmigen zu lassen, was eigentlich nicht immer der Fall ist. Und es ist ja halt schwer nachzuweisen, dass man eigentlich die Sprache nicht so richtig beherrschen kann, sagen wir mal so. Denn es ist halt eigene Schuld und dann muss man damit leben. Gut, dann ich würde mal vorschlagen, dass wir uns so auf 3 Einzelfragen beschränken, sonst wird das zu viel. Und Frau Federau, dann können Sie gerne noch eine stellen. Genauso hatte ich es auch geplant. Ich wollte 3 Fragen stellen. Meine nächste Frage geht an Frau Laudern in die Thematik
Stressfaktor, Stresspegel, das bekomme ich auch immer wieder zu hören, dass eben das Pensum innerhalb des Unterrichts enorm hoch ist, dass der Unterricht natürlich sehr lange ohnehin schon geht und man dann zu Hause ewig noch sitzt und gerade eben Freizeit so gut wie gar nicht nachher mehr möglich ist. Da wäre jetzt nochmal meine konkrete Nachfrage aus der eigenen Perspektive heraus, wie könnte es besser gestaltet werden, um diesen Stressfaktor aus der Schule rauszubekommen? Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich gehe zwar tatsächlich seit 2 Wochen nicht mehr aufs Robert-Stock-Gymnasium, aber das Gymnasium, was hier noch steht, hatte tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee, einen guten Ansatz, und zwar einen Klausurplan auch für die Sekundarstufe 1, das quasi schon am Anfang des Jahres festgelegt war, wann welche Klausur geschrieben wird. Und das hat einen gewissen Nachteil, und zwar, dass wenn eine Thematik noch nicht durchgearbeitet ist, Herrgott, dass dann trotzdem die Klausur dazu geschrieben werden muss an dem Datum. Aber ein ganz, ganz großer Vorteil ist einfach, dass man schon weiß, wann sie geschrieben wird. Weil es ist einfach enorm stressig, wenn man im Unterricht sitzt, man als Situation sein Hausaufgabenheft auflegt und sieht, okay, ich schreibe da einen Test, da einen Test, da einen Test. Und dann kommt der Lehrer und sagt, ja, wir schreiben jetzt nächste Woche, da wo ihr schon eine Klausur drin stehen habt, schreiben wir jetzt auch eine Klausur. Das ist dann immer so plötzlich. Und dann kommt noch was obendrauf. Und wenn man am Anfang des Jahres schon die Klausurpläne, die Klausurdaten bekommt, dann ist es nicht mehr so plötzlich. Und dann ist nicht nur, oh Gott, dann haben wir ja noch eine Klausur und es ist jetzt noch mehr Arbeit, sondern man kann sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Und ein weiterer Punkt, wo ich sagen muss, das könnte ein Ansatz sein, ist die Hausaufgaben nochmal zu überdenken. Ich sage nicht, dass Hausaufgaben unnötig sind oder schlecht sind oder man sie komplett weglassen sollte, aber es hat halt keinen Zweck. Als Beispiel, wenn ich 9 oder 10 Stunden Unterricht habe, dann komme ich um 17 Uhr nach Hause. So, und also als Schülerin. Also ich gehe 7 Uhr aus dem Haus und ich komme 17 Uhr nach Hause. Ja, da sind Pausen noch mit drin und auch der Hinweg und Rückweg von der Schule, aber es ist trotzdem enorm viel Unterrichtszeit. Und dass man dann einfach sagt, okay, wir geben vielleicht keine Hausaufgaben oder deutlich weniger Hausaufgaben auf, Hausaufgaben nur in den Hauptfächern oder sowas. Das wäre, dass man halt um 17 Uhr nach Hause kommt und dann halt vielleicht noch ein bisschen was vom Tag hat. Gut, danke für Fragen und Antworten. Und nun hat die Abgeordnete Frau Wegner das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe 2 Fragen. Ich habe eine Frage an Sebastian Hüller, der über die Übergänge berichtet hat. Und mich würde insbesondere, aber nicht nur, interessieren, welche Ideen du hast, wie man Übergänge besser gestalten kann oder wie man überhaupt Übergänge weniger konfrontativ, also schwierig für die SchülerInnen ausgestalten kann. Du hattest ja beschrieben, als du aus der 6. dann von deinen Freunden getrennt wurdest, weil ihr unterschiedliche Schulwege vor euch hattet, ob es da aus deiner Sicht eine bessere Idee gibt. Und die 2. Frage an Frau Paul. Sie haben über das Praxisseminar gesprochen, dass Sie das als sehr hilfreich empfunden haben. Mich würde interessieren, was der Inhalt dieses Praxisseminars ist. Gut, zunächst Herr Hüller, auf die 1. Frage bitte. Danke für die Frage. Also ich sage mal, es gibt ja bildungstechnisch ein paar Ansätze, wie man, ich glaube es besser, Übergänge besser gestalten könnte. Das Einfachste und Plakativste wäre natürlich zu sagen, es gibt sie schlichtweg nicht. Also man baut sie langfristig ab, indem wir die Klassenverbünde länger zusammenhalten. Ich war in der Schule letzten Mittwoch und meine alte Klassenlehrerin meinte darauf, süffisant, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Also die langfristig zusammen sind, werden sich auch gegenseitig aus dem Dreck ziehen. Also dass sie sich gegenseitig auch im Klassenbund unterstützen und helfen, der hat den charmanten Vorteil natürlich auch, dass diese Spaltung, wie sie beschrieben wurde,
Und wie sie irgendwie auch beigebracht wurde, ein bisschen von der Lehrerschaft, also die Abituri, also die Lehrer vom Gymnasialteil fanden uns auch immer ein bisschen doof und eklig. Also nicht offen, aber das hat man im Unterricht immer so gemerkt. Die waren immer richtig scheiße drauf, wenn die zu uns kommen mussten. Und wenn man das abbaut, würde das, glaube ich, langfristig den Kindern besser tun und einen Bildungserfolg auch auf allen Stufen hervorführen. Weil wir hatten auch Leute, die sind nur aufs Gymi gegangen, weil ihre Freunde waren, die sind komplett abgerauscht. Die hatten dann nur Vieren und Fünfen und das rettet man auch nicht mehr, indem man dann sagt, komm, gehst du mal auf die Realschule. Dann waren die da auch total grottig. Denn Leute, die einen sehr guten Realschulabschluss hätten machen können, sind mit gar keinem und einem schlechten Hauptschulabschluss rausgekommen. Und da ist dann einfach das in den nächsten 5 Jahren ein bisschen versaut. Ich hoffe, das hat es beantwortet. Gut, dann war nochmal, genau, bitte wieder ausmachen, die Frage nach Inhalten des Praxissemesters an Frau Paul, bitte. Sie meinen das Praxisseminar, oder? Genau. Also es ist immer so, bevor das neue Semester beginnt, erstellt man ja seinen Stundenplan. Also das ist heute Morgen gewesen. Und dann hat man quasi ein Portal, wo die einzelnen Seminare eingetragen sind. Und im Bereich der Erziehungswissenschaft oder Bildungswissenschaft gibt es eben normale Seminare, die man einmal in der Woche für 90 Minuten besucht. Oder es gibt Blog-Seminare. Und eine Dozentin von mir, die bietet diese Blog-Seminare an. Die heißen immer ganz unterschiedlich. Und dort arbeitet sie kooperativ mit verschiedenen Schulen zusammen. Und man meldet sich dann dort an, kriegt dann einen Zeitraum, das ist meistens Mittwoch, Donnerstag und Freitag, einmalig, dass man dann diese 3 Tage in der Schule ist. Und sie begleitet das dann, also es wird quasi vorbereitet mit den Studierenden. Das ist immer unterschiedlich, wie viele sich dort anmelden. Es gibt die Durchführung dieser 3 Tage und die Reflexion. Und es gibt quasi so Studierende, die das schon länger machen, also die Profis. Und diese moderieren dann zu zweit in einer Klasse, die Klasse ist immer unterschiedlich, zu einem bestimmten Thema, diesen Unterricht. Und in dieses Seminar gehen dann weitere Studierende, also ich könnte jetzt dieses Seminar besuchen, und dann diese 3 Tage mit den Schülern zusammen den Unterricht miterleben. Und so kommt man dann gut in den Austausch. Also gerade in den ersten Semestern wird es sehr gefragt. Genau, und meiner Meinung nach ist es so sinnvoller, 3 Tage am Stück Schule wirklich in echt von morgens bis zum Nachmittag mit den Pausen, mit den Lehrkräften mitzuerleben, im ständigen Austausch mit den Schülerinnen und Schülern zu sein, als ein Seminar zu besuchen, was ich einmal in der Woche 90 Minuten besuche, über 12 Wochen und dann meine Prüfung von 90 Minuten schreibe oder eine mündliche Prüfung von 30 Minuten mache. Hat das Ihre Frage beantwortet? Ja, danke. Es ging mir dann darum, wie es gestaltet ist. Vielleicht eine Nachfrage, wenn ich darf? Ja, gerne, Frau Wegner. Das Angebot, reicht das? Also wäre es möglich für jeden Studierenden, diese Seminare besuchen zu können? Oder ist es so weit limitiert, dass es einfach überfüllt ist in der Nachfrage? Es ist schon überfüllt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, zum Beispiel heute Morgen um 8 beginnt dann, also hat die Anmeldung begonnen und man sitzt dann so 7.45 Uhr vor dem Rechner und guckt, dass es dann genau auf einmal 8 Uhr ist und dann muss man das anklicken. Und wenn man zu spät ist und die 24 oder 30 Plätze voll sind, dann hat man Pech. Und es ist bei ganz, ganz vielen Studierenden so, dass sie dann das nicht belegen können. Sie müssen was anderes nehmen, was ihnen vielleicht gar nichts bringt oder nicht gefällt. Oder sie lassen das Modul fallen und machen es dann im nächsten Semester. Das Problem ist dann, dass sich halt diese Studienzeit einfach verzieht und man muss ja auch in der Regelstudienzeit von den 10 Semestern bleiben. Genau. Gut, dann stehe ich jetzt als Abgeordneter auf der Rede- bzw. Frageliste. Ich habe 2 kurze Fragen, denke ich, auch zum einen einmal an Herrn Richard, genau, ich fand das sehr interessant, habe ja auch mal studiert, nicht in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in Berlin
und kenne das auch mit dem Angebot der Sportkurse und auch der Sprachkurse. Das ist ja was sehr Attraktives. Da haben Sie gesagt, klar, das Bezahlen ist eine Barriere, dass Sie uns vielleicht hier gleich nochmal sensibilisieren, was das für eine Größenordnung ist. Ich kann mich erinnern, bei den Sprachkursen weiß ich es leider nicht mehr, habe ich auch mal einen gemacht, aber Sportkurse, da hat man echt was auch geboten bekommen. Das war relativ günstig, so 10, 20 Euro, glaube ich, in dem Bereich, je nachdem auch, wie aufwendig das ist, dass Sie uns da vielleicht mal sensibilisieren. Ich kann mir vorstellen, dass das mitunter auch stark variiert. Zum einen, und dann hätte ich nochmal die Frage an Herrn Stegemann, was denn letztendlich die entscheidenden Faktoren waren. Ne? Auch bei den Hochschulstandorten gibt es ja große Unterschiede. Ich kann mir vorstellen, wenn man in der Fachlichkeit auch vielleicht schon eine genaue Vorstellung davon hat, was man damit machen möchte mit dem Studium. Also es gibt ja sehr spezialisierte Angebote, auch in Mecklenburg-Vorpommern, aber in der sehr großen Stadt wie Hamburg, die ja doch noch mal fast 10-mal so groß ist wie Rostock, gibt es noch ein viel, viel größeres Angebot. Das ist ja auch logisch, weil es ein größerer Wirtschaftsstandort ist. Oder aber auch in der Jugendkultur. Ne? Ich sage mal, da ist ja, will hier gar nichts verächtlich machen, aber ich komme auch vom Dörp, da ist ja auch Rostock groß und da ist ja auch viel, viel mehr los als auf dem Dorf, als in Anklam, auch als in Schwerin ehrlicherweise. Genau, vielleicht was da nochmal so wirklich die ausschlaggebenden Punkte waren oder ob Sie vielleicht auch schon vorher gesagt haben, Mensch, irgendwie, das ist so mein Favorit, weil da gibt es genau das Ding, was ich machen will. Genau, und jetzt erstmal Herr Richard. Ja, genau, also bei den Sprachkursen geht es bei, ja genau, ich glaube, die kosten einheitlich 30 Euro für Studierende und bei den Sportkursen ist es sehr unterschiedlich. Also generell ist das Preismodell immer so abgestuft. Es gibt schon Rabatte für die Studierenden im Vergleich dann zum Beispiel zu Gästen oder Beschäftigten der Universität. Das ist also der Preis der Studierenden wird auf jeden Fall oft bezuschusst. Bei den Sprachkursen merkt man das auch. Aber es kostet halt auf jeden Fall 30 Euro pro Semester. Und bei den Sportkursen geht es, ich glaube, auch bei 30 Euro los. Wird dann aber ja, je nach Angebot dann doch auch deutlich teurer, weil da natürlich dann entsprechend auch die Kursleiter in bezahlt werden müssen. Und was man natürlich aber auch dazu sagen muss, also diese 30 Euro, die bezahlt man dann am Ende auch für einen Sportkurs Fahrradfahren und das Fahrrad muss man mitbringen und dann sind 30 Euro natürlich doch auf einmal relativ viel. Gut, danke. Das im Semester, ne? Vielleicht nochmal für alle zum Verständnis, sind ja nicht alle so tief drin. Genau, und Herr Stegemann, bitte. Ja, also die Entscheidung war eigentlich ziemlich spontan. Ich sag mal so 80% meiner Mitschüler, wir waren so ein Jahrgang von 80 Leuten, ist eigentlich in MV geblieben. Ist also eher eine Seltenheit, wenn man rausgeht. Aber wie gesagt, ich hatte mich beworben, ich habe viel überlegt, ich wollte mal Jura studieren, habe dann gemerkt, das ist doch nicht das Richtige für mich. Habe dann geguckt, was man, also dieser zweite Bereich war auch klar, dass ich das machen möchte, regenerative Energien. Habe geguckt, wo man das kann und habe geguckt, wo einem die größten Chancen geboten werden. Und an der HAW in Hamburg ist es so, dass man Elektrotechnik und Informationstechnik studiert. Das heißt, man hat die kompletten Grundlagen, wird also als Elektroingenieur gleichzeitig ausgebildet. Und es ist halt auf dem Arbeitsmarkt sehr wichtig, dass man halt nicht nur ein Projektmanager ist und irgendwie mit Zetteln was kann, sondern man auch einen Stromkreis berechnen kann. Und ich glaube, das ist als Chef immer ganz cool, wenn man jemanden hat da oben, der das kann. Und deswegen war Hamburg schon, oder die HAW, ganz cool. Und dann kam noch hinzu, ich wollte nebenbei arbeiten. Also man muss sich das Studium finanzieren. Meine Eltern geben mir so viel Geld, dass ich nicht die Miete zahlen kann, sondern ich soll arbeiten. Und dann brauche ich einen Werkstudentenvertrag. Ich will also auch in der Branche arbeiten. Und habe tatsächlich in Hamburg einen unbefristeten Vertrag gefunden, was auch sehr selten ist. Meistens sind die befristet auf ein Semester oder zwei Semester. Ja, und somit kann ich mir mein Studium finanzieren. Ist natürlich auch viel teurer. Ja, also man kommt schon so auf seine 1.000 Euro und dann, da ist noch kein Bier drin. Genau, machen Sie das Mikrofon bitte wieder aus, das ist noch an. Ja, danke nochmal. Das ist, glaube ich, für uns ja gerade das Bereichern in diesem Praxisbericht, auch so dieser Einblick in Ihre persönliche Lebenswelt, was so die Beweggründe sind. Ja, das war, glaube ich, sehr anschaulich. Und als nächstes hat der Abgeordnete David Wulff Fragen, bitte sehr, oder eine Frage. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle für die Berichte. Ich fand das auch beim letzten Mal schon sehr erfrischend. Da war der Kollege Stegemann ja auch schon mit dabei und hat uns
doch mit in die Welt genommen. Und so lange ist das bei mir auch noch nicht her. Und insbesondere Witzin kenne ich auch noch ganz gut. Daher würde ich, ich komme aus Goldberg, aber mein alter Kindergarten ist mittlerweile ein Altersheim. Von daher hat der demografische Wandel da sein Übriges getan. Aber mich würde Herrn Hüller also noch ein paar Ausführungen interessieren, unabhängig von der regionalen Herkunft, sondern allein aus der Praxiserfahrung. Weil wenn ich in die Runde so gucke, der Einzige dann jetzt mit mittlerer Reife und in der Berufsausbildung. Und ich habe durchaus den Eindruck, dass das häufig übersehen oder weniger beachtet wird. Und da würde mich einmal interessieren, die schulische Erfahrung nochmal, die Abgrenzung bzw. die... Ja, ich glaube, das ist so eine leichte Verachtung war vielleicht rauszuspielen. Vielleicht habe ich das jetzt auch überinterpretiert aus dem Gymnasialteil. Aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Wie ist dann das Niveau auf der Regionalschule? Wie gibt es dort eventuell Abgrenzungen oder Zusammenarbeiten für die, die dann halt nicht die mittlere Reife machen, sondern die 9. Klasse, dann, wenn ich jetzt richtig bin? Weil das ist da ja eigentlich eher zusammengelegt. Und wie sieht das dann nachher tatsächlich aus mit den Berufschancen? Also Sie hatten es ja grob eingangs erwähnt gehabt, in welche Richtung Sie gehen wollten. Da würde mich noch mal ein bisschen mehr zu interessieren. Gerne. Bitte sehr. Also Entschuldigung. vielleicht einmal kurze Einordnung. Ja, also es gab den zusammengelegten Beruf, Hauptschul- und Regionalschulteil bei uns. Das war die Gesamtschule, das Konzept dahinter. Das finde ich auch ein charmantes Konzept, wenn man so ein bisschen weiterdenkt. Die Abgrenzung könnte man an einem Beispiel relativ gut darstellen. Dazu muss man auch sagen, meine ganzen Erfahrungen sind bis 2016 entstanden. Da bin ich weggegangen mit 16, also Jahrgang 2000. Das ist ganz nett bei der Altersberechnung. Und ich war ja dort und deshalb, bevor ich jetzt meine alte Schule oder die Schulleitung komplett in die Pfanne haue, nach den Erzählungen, von sowohl Klassenlehrerin als auch Frau Langbach hat sich wirklich verbessert. Sie haben aus Eigeninitiative und mit sehr viel, also außerhalb ihrer Stunden, muss man immer sagen, machen sehr viel außerhalb ihrer Stunden, gibt es einen Berufstag, wo so Firmen in die Schule gehen wirklich, das ist Mittwoch, das ist sehr herrlich, wie es erzählt wurde, und dass jetzt auch der berufsbildende Teil auch mehr in den Vordergrund rückt, gesellschaftlich gesehen auch bei den AbiturientInnen, noch nicht so sehr bei den Eltern, da ist noch dieses, du musst studieren, sonst bist du nichts. Das ist noch sehr viel in der Generation verankert. Aber das ist so, bei den Schülern kommt das langsam an und auch bei den Firmen, da werden nur lokale Firmen vor Ort sozusagen heranbestellt. Und das ist ein schönes Format. Also dieses, um kurz auf Berufschancenpunkt von Ihnen einzugehen, das verbessert sich. Die Wirtschaft merkt, also wenn ich mich in meinem Freundeskreis umhöre, merkt die auch, dass ein Abitur kein Garant für Intelligenz ist. Frech gesagt, sondern das ein Garant für Auswendiglernen ist und man da auch in die Breite geht und man da auch, also das, die Berufschancen sind da auch mittlerweile wieder ein bisschen höher für Regionalschüler, aber um sozusagen wieder auf, ne, wir gehen jetzt zurück, 2014, da war es dann so, wir hatten, der Schulhof war so das heiße Pflaster, da gab es auch wirklich diese Aufspaltung in die Gruppen, man hat das einfach so ein bisschen gespürt, also es war diese Andersbehandlung untereinander, unter den Kindern, so ein bisschen Elitenbildung, auch wenn die meisten wirklich nicht so eine Hellen waren, aber sie haben sich auf jeden Fall aufgrund ihrer Schulbildung dann doll dafür gehalten. Und ein schönes Beispiel dafür ist der Wahlpflichtunterricht, wenn wir das jetzt wieder auf den schulischen Teil beziehen, wo die Lehrer vielleicht auch ein bisschen den Glauben aufgegeben haben. Wir hatten Wahlpflicht, das war bei uns ab der 9., nee, ab der 8. konnten wir entweder Russisch nehmen, oder Wahlpflicht hieß das einfach nur. Ich gehe gleich kurz darauf ein, was das genau war. Auf dem gymnasialen Teil war es dann Chor oder erneuerbare Energien oder so Brücken bauen oder Französisch. Wir hatten dann Russisch oder, das finde ich so geil, Hausmeister helfen. Da waren dann 8, das waren dann so die, wo die Lehrer wirklich komplett die Hoffnung aufgegeben haben. Das waren so 8 Jungs, die waren dann immer auf dem Schulhof unterwegs, während ich Russisch hatte und mussten da Blätter fegen. Und das ist, also ich erzähle das jetzt so, als wäre es total lustig, es wirkt auch irgendwie absurd, aber sie taten mir auch leid. Das waren die mit den schlechtesten Noten, mit der schlechtesten Sozialkompetenz, mit den schlechtesten Aussichten und die sind auch alle nirgendwo gelandet. Also, das muss ich auch mal so frech sagen, die haben sich nicht wirklich mehr gerettet. Und ich würde sagen, da hat der Bildungsweg die geformt, nicht die den Bildungsweg.
Waren das alle Fragen? Eine Nachfrage habe ich falsch signalisiert bekommen, oder? Ach so, eine zwei weitere Fragen, alles klar, na dann bitte. Wir haben ja gesagt drei, denn maximal, nicht Pflicht. Nein, ich habe mich ja schon beschränkt, aber ich hätte eine Frage, also geht weiter in dem Themenkomplex, aber eher dann jetzt die Frage an Frau Turkmani und Frau Laudan. Weil Sie sind jetzt noch an einem Punkt, wo ja dann quasi das, was nach der Schule kommt, erst noch vorhin ist. Mich würde da einfach mal interessieren, wie gut Sie sich jetzt vorbereitet fühlen auf das, was dann nach dem Schulabschluss kommen mag. Also wissen Sie schon, wo es da irgendwie weitergeht? Haben Sie das nötige Rüstzeug oder sagen Sie, da beginnt ein so neues Leben und das alles bisher war egal? Dann erst Frau Turkmani und dann Frau Laudan. Also ich weiß schon, was ich eigentlich studieren will. Ich würde gerne Medizin studieren. Und mein Durchschnitt hilft eigentlich nicht ganz viel dabei, aber trotzdem, es gibt hier ganz viele Umwege, wie man das erreichen kann. Zum Beispiel wie eine TMS-Prüfung, die man eigentlich auch tätigen kann. Aber eigentlich, ehrlich zu sein, ich habe gar keine Ahnung, ob ich überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern studieren will. Also ich will es, weil ich eine gewisse Verbundenheit mit Mecklenburg-Vorpommern habe. Ich bin hier teilweise, sagen wir mal so, aufgewachsen, indem ich in einem Alter gekommen bin mit 14 Jahren. Da war ich ganz jung und habe meine Augen auf die Welt hier geöffnet, sagen wir mal so. Und es tut mir halt leid, wenn ich Mecklenburg-Vorpommern lasse, aber manchmal kommt es mir schwer, wenn ich, sagen wir mal so, eine Minderheit oder wenn ich halt anders angestarrt werde, sagen wir mal so, auf Straße oder überall, dann fühlt man sich ja anders, sagen wir mal so, und fragt man sich, okay, woran bin ich anders? Ich war ja auch unterwegs in Deutschland, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, und da hatte ich dieses Gefühl nicht. Also ich bin halt gelaufen, keiner hat mich so komisch angeguckt, das war normal. Also zum ersten Mal konnte ich mich als, ja weiß ich nicht, normaler Mensch fühlen. Und dieses Gefühl vermisse ich ja sehr. Deswegen überlege ich manchmal wirklich außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern zu studieren oder mindestens in größeren Städten, wo die, sagen wir so, ja, wo eine größere Variabilität da ist. Aber an sich weiß ich nicht wirklich, ob ich jetzt doch hier bleibe oder nicht, ist unklar. Und ich suche mir einfach ein FSJ, dass ich halt vielleicht dabei Leuten helfe, trotzdem mich auch, also währenddessen, sagen wir mal so, vielleicht finde ich irgendwelche Verknüpfung und sage doch, bleibe ich hier. Gut, dann Frau Laudan auch auf die Frage von Herrn Wolf, bitte. Ja, könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Also ich habe zwar aufgepasst, aber ich habe die Frage nicht ganz durchblickt und ich möchte dann doch ganz genau darauf antworten können. Also mich interessiert also nach Ihrer Einschätzung, ob Sie sich durch die Schule, durch die schulische Laufbahn bisher gut auf das vorbereitet fühlen, was nach der Schule vor Ihnen liegen mag. Und durchaus noch die Frage nach der Perspektive, ob Sie dann hier eine Perspektive in Mecklenburg-Vorpommern sehen und was da so die Beweggründe wären. Also insgesamt aufs Leben vorbereitet fühle ich mich allein durch die Schule tatsächlich eher weniger. Also Frau Turkmani hat es ja tatsächlich angesprochen, dass man halt wirklich gar keinen Praxisbezug hat fürs echte Leben nach der Schule. Und das fehlt auf jeden Fall. Also schulisch gesehen, ja. Kommt drauf an, aber fürs gesamte Leben auf gar keinen Fall nein. Und ob ich jetzt in MV bleibe, bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, weil Schule, Studium etc. und dahin kommen und sich dann aber, also man muss ja entweder sagen, okay, ich wohne an meinem Studiumsplatz, nah dran, das ist dann wahrscheinlich ja irgendwo in der Stadt und es ist teuer. Also muss ich gucken, wie ich es mir finanziere. Oder ich lebe weiter weg von meinem Studienplatz als Beispiel und muss dann aber den Weg irgendwie schaffen. Und das ist so, das ist in Mecklenburg-Vorpommern halt ein Problem. Und deswegen bin ich mir noch nicht 100% sicher. Hat das Ihre Frage irgendwie beantwortet? Ansonsten. Gut, das waren jetzt die beiden Fragen. Oder? Ah, jetzt noch die dritte. Ah, das war tricky. Also jetzt aber, bitte. Also vielen Dank, war okay soweit. Also ich habe nur ein Gefühl dafür zu kriegen. An Frau Paul hätte ich noch eine Frage. Und zwar das Praxisseminar. Es ist ja durchaus ein spannendes Konzept. Mich interessiert einfach nur, ist das dann
nur in Greifswald dann immer das Seminar, irgendwo dort an den Schulen? Oder gehen Sie da dann auch mit den Seminaren weiter raus in den ländlichen Raum südlich von Anklam? Bitte, Frau Paul. Ja, danke der Nachfrage nochmal. Das sind innerhalb Greifswalds Schulen. Einige Studierende kommen ja auch nicht so, die haben kein Auto und die Verbindung mit dem Bus ist auch nicht so einfach. Deswegen muss es halt auch erreichbar sein. Also ich habe das Glück, ich habe ein Auto und wenn wir diese Praxisseminare haben, dann bekommen wir vorher halt durch die Vorbereitung mit, wer dorthin muss und dann kann ich noch 3 Leute mitnehmen. Genau. Gut, dann sehe ich, doch, jetzt sehe ich noch Fragen im Rund und zwar von einer Abgeordneten jetzt zunächst. Frau Pfeiffer, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort und auch von mir nochmal einen herzlichen Dank an alle Expertinnen in der eigenen Sache. Ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Hüller. Mich bewegt sehr diese Unterschiede, die Sie beschreiben zwischen den einzelnen, wie soll ich sagen, Abschlussperspektiven, so will ich das mal nennen. Wenn Sie jetzt die Schulleitung an Ihrer ehemaligen Gesamtschule sein würden, was würden Sie machen, damit man diese Unterschiede abbauen kann? Herr Hüller, bitte sehr. Ich kenne mich jetzt nicht also hundertprozentig mit den Handlungsspielräumen aus, die man hat, aber ja, 5. bis 10. zusammenlegen, Nummer 1. Ja, und dann haben wir es. Also dann ist halt, dann gibt es ja keine Unterschiede mehr, weil wenn ich nach der 10. gehe, dann habe ich das gleiche Wissen vermittelt bekommen und den universellen Teil, also dieses wirklich hochgestochene Wissen, was ich dann brauche, um vielleicht in Universitäten zu glänzen, das kann ich in der 11. und der 12. mehr ergattern. Das wär supi. Okay, das war eine sehr konkrete, kurze, bündige Antwort. Sehe ich noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Wir haben heute ja auch noch ein bisschen was vor uns. Mit der 20. Sitzung wird es dann so gleich gewesen sein, aber im Anschluss folgt die 21. Sitzung. Darauf möchte ich gerne hinweisen. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon einige Anzuhörende gesehen, die sich hier eingefunden haben. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann bleibt mir das, was jetzt viele auch der Wortmeldenden schon sich zu Wortmeldenden gesagt haben, möchte ich wirklich nochmal unterstreichen an alle 6. Danke für eure und ihre Wortbeiträge. Ich glaube, das war auch eine lebhafte Diskussion, wo alle nochmal auch ein paar klare Punkte machen konnten, die Abgeordneten und nicht parlamentarische Mitglieder einiges mitnehmen. In diesem Sinne werde ich dann jetzt die 20. Sitzung der Enquete-Kommission schließen. Bitte alle nicht zu weit weglaufen. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit für eine kurze 15 Minuten plus Mittagspause und dann finden wir uns hier gleich in ungefähr 15 Minuten zur 21. Sitzung ein. Die 20. Sitzung ist hiermit geschlossen.